Willkommen zu diesem Chuck-Vortrag. Ich habe von der Regie gehört, es gab einen Unterbruch. Das Thema des Vortrags ist heute Architekturoptionen für moderne Webfrontends. Es freut mich besonders, dass wir schon mehr als 150 Teilnehmer haben heute. Ich möchte deshalb Stefan Tilkoff und Lukas Domen, unsere beiden Speaker, heute begrüßen. Ein paar Informationen zur Logistik. Wir machen das Ganze über Bigmarker, das ist diese Plattform, über die wir dieses Seminar durchführen. Es gibt da verschiedene Möglichkeiten zu interagieren. Einerseits kann man über den Chat uns kontaktieren, man kann Fragen stellen zum Vortrag und wir werden auch Umfragen, Fragen stellen an die Teilnehmer. Also wenn irgendwas nicht geht mit der Technik, bitte einfach auf den Chat, im Chat sich melden. Gut, ja. Dann möchten wir gerade eine kleine Umfrage starten, die uns interessiert als Java User Group. Und zwar, was ist eine gute Anfangszeit für solche Online-Vorträge? Regie, darf ich dich bitten, das schnell einzublenden. Vielen Dank. Ja, gut, dann schlage ich vor, nicht mehr die Leute auf die Folter zu spannen und das Wort den beiden Speakern zu geben. Vielen Dank. Alles klar. Vielen Dank für die Intro. Ich versuche mal meinen Bildschirm zu teilen, in der Hoffnung, dass das jetzt alles so funktioniert, wie es soll. Ich hoffe, ihr seht alle etwas. Und wenn nicht, dann bitte ich die Regie, mich direkt zu unterbrechen. Ja, zunächst mal hallo von uns. Mein Name ist Stefan Tilkoff. Mein Kollege Lukas Dohm und ich, wir sind von der Firma InnoQ. Bei InnoQ beschäftigen wir uns mit Softwarearchitektur und Softwareentwicklung. Wir haben die Marketingfolien heute zu Hause gelassen. Deswegen muss ich jetzt auf der Tonspur sagen, wir sind ungefähr 150 Leute, etwas mehr mittlerweile, sind in Deutschland und der Schweiz tätig und machen ganz viel Softwareentwicklung. Das wissen viele Leute nicht. Die glauben, wir machen nicht nur Architektur. Wir reden nur darüber, wie es wäre, wenn man denn etwas täte, aber wir tun es tatsächlich auch selbst und baden die Dinge aus, von denen wir da so erzählen, in konkreten Projekten, mit denen wir uns beschäftigen. Und das Thema heute, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, sind Architekturen für moderne Webfrontends. Wie die meisten von euch, das nehme ich einfach mal an, beschäftigen wir uns zu einem sehr, sehr großen Anteil mit Webanwendungen. Es gibt auch Dinge, die nichts damit zu tun haben, aber generell sind heute andere Formen von Benutzerschnittstellen eher selten geworden, sodass das Web eigentlich immer eine Rolle spielt. Und wie zu allen anderen Dingen auch, haben wir zum Web ganz, ganz viel Meinung. Das ist so etwas, was uns, glaube ich, durchaus auszeichnet. Wir haben immer deutlich mehr Meinung, als wir Personen haben, die zu jedem beliebigen Zeitpunkt bei uns beschäftigt sind. Das ist auch bei diesem Thema so. Trotzdem haben wir im Laufe der Zeit diese Meinung so ein bisschen konsolidiert und ein bisschen hin und her geprügelt darüber, was das Richtige sein könnte, womit man am weitesten kommt. Das eine Zeit lang erzählt und haben irgendwann festgestellt, vielleicht gibt es das eine Richtige doch nicht. Vielleicht ist es klüger, das Ganze wie bei allen anderen Architekturthemen auch ein bisschen mit Vor- und Nachteilen zu betrachten. Und darum soll es heute in diesem Vortrag gehen. Also Lukas und ich werden beide nicht verhehlen können, dass wir Meinungen haben. Aber wir versuchen tatsächlich, den Raum, den es da gibt, relativ großflächig darzustellen und herauszufinden, wo es sich lohnt, tiefer einzusteigen und ein paar Unterschiede herauszuarbeiten, um am Ende vielleicht euch dabei zu helfen, informiertere Entscheidungen treffen zu können. Wir haben auch uns eine Umfrage zumindest überlegt, wenn man schon so ein Feature hat, muss man es auch benutzen. Und diese Umfrage bezieht sich auf die Frameworks, die ihr vielleicht schon einmal benutzt habt. Also wenn ihr noch nie eine Webanwendung entwickelt habt, gar nichts damit zu tun habt, dann stimmt einfach nicht habt. Aber für alle anderen würde ich die Regie jetzt bitten, ganz kurz mal die Umfrage einzublenden. Und dazu höre ich einmal ganz kurz mit meinem Screensharing im großen Modus auf, sonst sehe ich nämlich nichts. Die Umfrage läuft. Die Umfrage läuft. Ich stimme selbst auch ab.
läuft. Das ergibt es zu sehen. Bitte mal ein kurzes Signal, wenn sie fertig ist, die Umfrage, dann kann ich das Ergebnis zeigen. Ja, 172 Teilnehmer haben wir im Stream, jetzt knapp 140 Responses. Ah, ich glaube, viel wird sich jetzt nicht mehr tun. Dann schließen wir die Umfrage, würde ich sagen. Mhm. Und dann will ich erwarten, dass ich irgendwo ein Ergebnis sehe. Ich sehe es gerade noch nicht. Das siehst du auf dem Tab geschlossen. Also, dann dauert wahrscheinlich einen kleinen Moment. So, ich habe einen kleinen Eindruck davon, wie es bei uns verteilt ist. Also erwartungsgemäß haben wir viele Angular-User und deutlich weniger React-User. Das überrascht uns nicht im Publikum, das wir heute hier erwarten. Vue.js, durchaus auch bekannt. Etwas anderes, es gibt natürlich ganz andere, diverse Frameworks, immer mehr Frameworks an jedem einzelnen Tag, als man glaubt. Und es gibt auch ganz viele Leute, die gar kein Framework benutzen. Auch das finden wir sehr spannend und interessant. Sehr gut. Dann steigen wir mit dieser Information, die uns weiterhilft, direkt mal ein. Und ich beginne mit dem wichtigsten aller Themen, nämlich mit den besten Hinweisen, die wir uns zusammengesucht haben dazu, wie man die eigenen Benutzer verärgert. Ich denke, das ist ein guter Einstieg. Wer möchte das nicht? Also gerade da ist es einfach nützlich, wenn man ein bisschen Hilfestellung dabei hat. Man kommt nicht auf alles alleine und wenn man ein paar Leute hat, die einem dabei ein bisschen zur Hand gehen und einfach hilfreiche Tipps haben, was man alles noch tun könnte, dann ist das ganz nützlich. Ich fange einfach mal mit einer kleinen Liste an und fange mit einem meiner Lieblingsthemen an. Das ist das Verbieten des Back- und Forward-Buttons. Also wer möchte schon dieses völlig nutzlose Browser-Feature jemals verwenden, dass man irgendwann an der Stelle angekommen ist und nochmal zurück möchte? Also am liebsten sind mir hier die Webseiten, wie zum Beispiel gerne die der Luftfahrtgesellschaften, die mir hier, anstatt mir einen funktionierenden Back-Button zu geben, mir einen Text auf die Seite reinschreiben, auf dem steht, bitte benutzen Sie nicht den Back-Button. Das ist etwas, das tatsächlich Arbeit kostet. Es kostet Arbeit, das zu machen. Ich finde es gut, dass die jemand investiert hat. Aber wo kommen wir dahin, wenn jeder freiwillig einfach diese Buttons benutzen kann, frei nach Schnauze? Das können wir unmöglich tolerieren. Deswegen darf das auf keinen Fall funktionieren. Ganz ähnlich sieht es aus, wenn Leute einfach die F5-Taste oder Command-R benutzen und die Erwartungshaltung haben, dass sich der Seiteninhalt aktualisiert. Offensichtlich ist es sehr viel klüger, sie auf die Startseite zurückzuschicken, also vielleicht auf die Login-Seite, denn das ist ganz bestimmt das, was man am liebsten haben möchte. Und wenn das schon nicht funktioniert, dann ist eine andere Variante, die auch für sehr viel Freude sorgt, dafür zu sorgen, dass der Browser eine Dialogbox aufpoppt, in der einem mitgeteilt wird, dass das, was man hier tut, möglicherweise eine Bestellung erneut auslösen, eine Bezahlung noch einmal durchführen oder in anderer Form noch einmal Daten modifizieren könnte. Ein entscheidender und wichtiger Trick dabei, wenn man seine Benutzer verärgern möchte, ist es, Erwartungen zu verletzen. Und das ist eine schöne Sache. Also Refresh drücken und dann so eine Warnung bekommen, ist gerade für Benutzer, die nicht wissen, dass hier jemand das Post-Redirect-Get vergessen hat, einfach eine schöne Überraschung, die einfach für Freude sorgt. Wir haben noch mehr davon in der Liste. Sehr, sehr unflätig nahezu von Anwendern ist es zu erwarten, sie könnten ein zweites Browserfenster öffnen. Ich habe zum Beispiel immer diesen kurzen Drang, wenn ich das Online-Banking meiner Bank benutze, dann denke ich mir immer, habe ich das jetzt überwiesen oder habe ich das nicht überwiesen? Das könnte ich doch nochmal kurz nachsehen. Und dann mache ich ein zweites Browserfenster auf und gucke kurz nach und dann gehe ich ins Ursprüngliche wieder zurück und dann ist alles völlig vermurkst. Das geschieht mir ganz recht. Das nehme ich mir auch für eine Frechheit heraus, im Browser noch ein Fenster aufzumachen, obwohl das doch dieselbe Anwendung ist, von der wir da sprechen. Sehr gut ist auch, gerade wenn man mäßige Mobilfunkverbindungen hat, wenn man als erstes die gesamte Dekoration, das ganze Außenherum und insbesondere die Werbung bekommt, bevor tatsächlich irgendwann der Content rübertritt. Also das Verhältnis, das ist eine Grundregel von Werbung zu anderen, sollte immer so ungefähr 100 zu 1 sein, also mit der hundertfache Menge an Werbung. Also Werbung ist wichtig. Von einem meiner Lieblingssprecher, mein J.J. Glowski, stammt der schöne Satz, dass er persönlich der Meinung ist, die durchschnittliche Größe einer Webseite, die Inhalt enthält, sollte die der großen Werke der russischen Weltliteratur nicht überschreiten. Ich finde, er hat damit völlig Unrecht, das ist das Minimum, so ein Tolstoi durch die Gegend zu schicken. Also gerade da, insbesondere ist ganz wichtig auch zuerst, also einfach zuerst das alles damit ganz am Ende, wenn man es schon fast aufgegeben hat, doch noch als freudige Überraschung ganz am Ende noch das über die Leitung kommt, woran man eigentlich interessiert ist. Ähnlich ist es auch mit solchen seltsamen Ideen wie Bookmarks oder Links, also diese Vorstellung, dass man sich einfach irgendwas bookmarken kann und nachher wieder an diese Stelle zurück kann, ist offensichtlich auch unerträglich.
Deswegen dürfen wir das nicht unterstützen. Und auch die seltsame Beziehung zwischen der Adresszeile oben in eurem Browser und dem, was ihr da seht, die sollte man möglichst nicht zu häufig befriedigen, weil das auch zu ganz falschen Erwartungshaltungen seitens eurer Benutzer führt. Ebenso ist es völlig abstrus zu erwarten, dass Google irgendwas indizieren kann. Also das ist eine öffentliche Seite hin oder her. Was hat Google da verloren? Also das mit dieser Aussage macht ihr und außerdem auch der gesamten, mindestens mal bundesdeutschen Verlagswirtschaft große Freude. Ich weiß nicht, wie die Schweizer dazu stehen. In Deutschland möchte man am liebsten nicht von Google indiziert werden, aber irgendwie ja dann doch auch. Aber am liebsten möchte man, aber dann vielleicht auch lieber dafür bezahlt werden. Also genau weiß man das auch nicht. Auf jeden Fall sollten wir dafür sorgen, dass unsere Anwendungen bei Google nicht sichtbar werden, indem wir sicherstellen, dass es keinerlei Inhalte gibt, die Google auffinden kann, weil sie miteinander verknüpft wären. Sicherlich ist es auch eine sehr, sehr gute Idee, wenn wir einfach dafür sorgen, dass Benutzer zwar nicht sofort mit ihrer Anwendung interagieren können, aber dann doch wenigstens sehen, womit sie interagieren könnten, wenn sie schon interagieren könnten. Also diese wirklich gute Idee, auf die Lukas später nochmal zu sprechen kommen wird, ein Bild über die Leitung zu schicken von der Anwendung, bevor die eigentliche Anwendung kommt, damit der Benutzer schon mal weiß, was ihn oder sie gleich erwartet, ist auch eine sehr, sehr nützliche Sache. Was haben wir noch? Diese ganzen barrierefreien Sachen, also diese Screenreader und dieser ganze andere Kram, also offensichtlich solche Menschen können unmöglich unsere Benutzer sein. Also wer braucht das? Wer braucht diesen Kram schon? Das wollen wir offensichtlich nicht irgendwie in unseren Anwendungen berücksichtigen. Und schließlich und endlich ist es bei Leuten, die aus irgendwelchen Gründen Probleme mit JavaScript haben, eigentlich die verdiente Strafe, dass sie eine weiße Seite sehen. Auch und gerade, wenn das JavaScript vielleicht einen Fehler hat oder noch nicht vollständig über die Leitung gekommen ist. Diese Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, die sind so möglicherweise ein ganz kleines bisschen polemisch gewesen, vielleicht auch nicht hundertprozentig ernst gemeint. Aber manchmal könnte man das Gefühl haben, dass es das ist, was Designer, das meine ich jetzt im Allgemeinen, was Entwickler, was Architekten, männlich, weiblich, was die gesamte Zunft, der wir hier alle angehören, umtreibt, wenn sie solche Anwendungen baut. Das ist, als ob man eine Liste von Dingen abarbeiten möchte, um Leute zu verärgern. Das ist irgendwie äußerst ärgerlich. Ich habe das Gefühl, wir haben das Gefühl, dass das so ein bisschen eine Wiederholung von Geschichte ist. Ich bin, wie man unschwer an meiner Haarfarbe erkennen kann, ein älterer Herr und ich mache diesen Kram schon ein bisschen länger. Und das wird euch jeder erzählen, das wussten wir schon immer, das haben wir schon immer, ganz klar, fange ich jetzt auch mit an. Es ist aber in diesem Fall tatsächlich interessant, dass in einer sehr, sehr eng zusammenliegenden Domäne ähnliche Dinge schon einmal aufgekommen sind. Ich weiß nicht, wer hier im Publikum sich an solche Dinge erinnert, wie eine Diskussion über das Web auf der einen Seite und sowas wie Körper auf der anderen. Das war so ein komisches Wort, das in den 90ern in Mode war und in den frühen 2000ern so langsam aus der Mode kam. Und irgendwie war da dieses Web gerade da und man wusste nicht so genau, was das jetzt soll, weil Körper so offensichtlich viel besser war. Deswegen man versucht hat, dem Web endlich beizubringen, was Körper auch alles Tolles kann. Und daraus kam eine wunderbare Sache namens WS-Stern, gerne WS-Todesstern, Web-Services. Ich darf darüber negativ und schlecht sprechen, weil ich sehr, sehr lange mich sehr, sehr intensiv damit beschäftigt habe und einen großen Teil, nein, nicht einen großen, aber einen nennenswerten Teil meiner Lebensenergie in dieses Thema gesteckt habe. Man macht einfach Fehler. Ich war jünger, bin auch nicht jung und brauchte das Geld vielleicht ein bisschen. Also diese ganze Geschichte damals war so ein bisschen die Körperwelt, die Enterprise-Welt möchte dem Web etwas beibringen, was es gar nicht haben möchte. Und auf einmal kam dieses REST-Zeug auf, das heute zum guten Ton gehört, aber damals nur als die besseren Web-Services, wenn überhaupt verkauft werden konnte. Und die Weltsicht hat sich ein bisschen geändert. Und wenn wir diese Dinge gegenüberstellen, dann können wir uns überlegen, was eigentlich die clientseitige Analogie ist. Also, wenn ich mir so einen Webservice angucke, also für diejenigen, die wissen, wovon ich hier spreche, ich meine einen Webservice im SOAP, WSDL oder WSDL-Sinne. Wer das nicht kennt, seid froh, ist eine schöne Sache, müsst ihr euch nicht antun. Aber wer es kennt, der kann möglicherweise so ein paar Dinge wiedererkennen, die in der Diskussion und in der Kritik an Webservice immer wieder auftauchen. Wir hatten Web-Services, die HTTP als ein Transportprotokoll benutzen, was ein Kategorienfehler ist, weil HTTP ein Applikationsprotokoll und kein Transportprotokoll ist. Das Transportprotokoll heißt TCP. Und der einzige Grund, warum HTTP als Transportprotokoll benutzt wurde, war, weil der Port 443 in der Firewall offen war. Keine gute Idee. Man hat HTTP-Verben ignoriert. HTTP hat diese Dinge wie GET, PUT, POST, DELETE und macht einen Unterschied zwischen GET und POST. Das eine ist cacheable, das andere nicht. Das eine ändert etwas, das andere hoffentlich nicht. Deswegen poppt das eine dieses Browserfenster auf und das andere nicht. Das Ignorieren von HTTP-Verben tut mir weh. Wenn ich dagegen anarbeite, arbeite ich gegen die Infrastruktur.
URIs zu ignorieren. Die Idee, dass man Dinge adressieren kann im Web zu ignorieren, bedeutet eigentlich, dass man das Web ignoriert. Also der Name passt eigentlich dann nicht zu dem, was man tut. Diese ganze Idee eines Endpoints, früher habe ich immer gescherzt, hier ist das Ding heißt Endpoint, weil hier das Web zu Ende ist, hier ist es vorbei. Es ist wie so eine Sackgasse, in die ich hineingelaufen bin, hier geht es nicht mehr weiter, außer ich besitze den passenden Schlüssel, das ist dann die WSDL zu dieser großen Tür, um sie aufzuschließen. Insgesamt sind Web-Services einfach, ja, versäumen es einfach, das Web zu nutzen, zu umarmen, für eigene Zwecke vernünftig zu nutzen, sondern sie versuchen es irgendwie zu missbrauchen. Und in gewisser Weise sehen wir das an vielen Stellen im Moment erneut auftreten im Kontext von modernen, nicht klug gebauten Single-Page-Applications. Man kann die auf viele Arten bauen, man kann sie auch besser bauen. Aber viele dieser Single-Page-Applications, die wir heute sehen, machen ähnliche Dinge. Sie benutzen den Browser als eine Runtime, aber sie verwenden ihn nicht wirklich. So ähnlich wie HTTP nicht verwendet wurde bei Web-Services, sondern benutzt wurde, um Dinge da durchzutuddeln, so ähnlich wird oft von sehr, sehr JavaScript-lastigen Web-Apps der Browser einfach als Runtime benutzt, anstatt dass man die Features des Browsers tatsächlich verwendet. Es werden zum Beispiel solche Dinge wie die Forward-Back-Refresh-Fähigkeiten des Browsers ignoriert. Es wird Linking nicht unterstützt. Ein Web ohne Linking ist eigentlich kein Web. Und die Nützlichkeit eines Links, der Verlinkbarkeit von Dingen, sollte eigentlich jedem, der das schon mal jemals in seinem Leben gemacht hat, klar sein. Es gibt letztendlich monolithische Anwendungen. Wir reden heute, nur wenn wir ganz viel Zeit haben, ganz am Ende nochmal ganz kurz über die Diskussion Monolithen und Alternativen zu Monolithen. Aber interessant ist, dass wir hier häufig wirklich Apps haben, die einen monolithischen Charakter haben, so ähnlich wie es früher vielleicht eine Java-Anwendung hatte, die ich per Java Webstart in die JVM auf dem Client runtergeladen habe. Tatsächlich haben einige dieser Apps das gleiche Problem mit dem Browser, das Web-Services mit dem Web, der Web-Ablaufumgebung haben sie. Sie versäumen es einfach, das meiste aus dem zu machen, was ihnen als Umgebung geboten wird. Das ist irgendwie sehr, sehr schade. Man könnte sagen, dass wir das eigentlich schon daran festmachen können, wie sie typischerweise angesiedelt werden. Also eigentlich sieht das Web so aus. Wenn ich ein Schichtenmodell malen würde von einer Web-Anwendung, so wie sich die Designer des Webs, die Erfinder des World Wide Web das Ganze gedacht haben, dann ist ganz, ganz viel auf der Serverseite. Insbesondere ist der Prozessfluss auf der Serverseite. Hypermedia ist die Engine of Application State. Bedeutet letztendlich, dass die Wege, die ich durch die vielen, vielen Optionen, die meine Anwendung mir bietet, die Wege, die ich dadurch gehen kann, bekomme ich vom Server mitgeteilt. Sie werden vom Server dem Client mitgeteilt, der dann mit Hypermedia Controls, also Links, Forms und anderen Affordances seinen Weg durch diesen Wald findet. Und zwar in dem Sinne, wie es dem Client am ehesten entspricht. Und das, was der Client da macht, ist dem Server relativ egal. Der Server kennt den Client nicht. Das ist das typische Modell des Webs. Der Server hat keine Ahnung, welcher Browser das ist. Er weiß auch nicht, ob das vielleicht ein Curl-Script ist oder ein Programm, das libcurl benutzt. Oder ob das eine Browser-Version auf einem Gerät ist, das noch nicht mehr existierte, als die serverseitige Anwendung gebaut wurde. Logik und die State Machine, die Anwendungs-, die Kernlogik der Anwendung gehört natürlich auch dem Server. Wohin denn auch sonst? Das ist die einzige Stelle, an der ich mir sicher sein kann, dass sie nicht modifiziert werden kann von irgendwelchen Clients. Und selbstverständlich ist der Client erweiterbar. Das ist ein Feature von REST, das ist ein Feature der REST-Dissertation, wird dort beschrieben. Natürlich ist der Client erweiterbar durch Code on Demand, steht in dem REST-Paper von Roy Fielding. Das ist im Web JavaScript. Also niemand bestreitet, dass das eine sinnvolle, nützliche Fähigkeit ist, aber es ist eben nur eine zusätzliche Fähigkeit, die auf den anderen Fähigkeiten aufbaut. Das ist eigentlich das, was wir vom Web erwarten müssen. Und ich könnte jetzt noch sehr, sehr lange auf HTML und Hypermedia rumreißen. Ich mache das nur ganz kurz. Ja, also in gewisser Weise ist das, was viel wichtiger ist als Get, Put, Post, Delete und Ressourcen und all die anderen Aspekte, die man immer hört, wenn man über REST spricht, ist, dass man ein Hypermedia-Format zeigt. Und man kann das auf verschiedene Arten tun. Man kann sich zum Beispiel so ein Format ausdenken. Damit spreche ich jetzt die Architekten und Architektinnen an, die sich mit REST näher beschäftigt haben, indem man irgendwie sowas wie HAL oder Collection plus JSON oder irgend so ein Format verwendet, das dann in JSON Hypermedia-Elemente einbaut. Oder man könnte einfach HTML benutzen. Und genauso kann man auch RESTful Clients, die man ja auch gerne hätte, selbst bauen, indem man eine Implementierung eines RESTful Clients in einer JavaScript-Bibliothek zusammenbaut oder indem man einfach den Browser benutzt. Also der Browser und HTML sind, davon bin ich als,
als REST-Fuzzi, also vielleicht weiß der eine oder andere, dass ich mal ein Buch mitgeschrieben habe zum Thema REST. Als REST-Fuzzi bin ich mittlerweile fest davon überzeugt, dass die Schlüsseltechnologien zum Verständnis von REST eigentlich der Browser und HTML sind und nicht die Serverseite und HTTP. Wer den Browser und HTML ignoriert, wird nie ein vernünftiges Verständnis von REST hinbekommen. In gewisser Weise glaube ich mittlerweile, und damit schließt mein Architektur-Einleitungs-Rant, in gewisser Weise glaube ich mittlerweile, dass ein gutes REST Hypermedia API einer serverseitig gerenderten Web-Anwendung verdammt ähnlich sieht. Und tatsächlich ist es mittlerweile so, wenn ich eine Schulung halte, wir Schulungen halten zum Thema Web-Entwicklung und zum Thema Web-API-Design, dann lassen wir, auch wenn es um APIs geht, Leute zunächst eine langweilige serverseitige Web-Anwendung entwerfen, weil das sehr, sehr viel eher zum Ziel führt oder zu einem Entwurf führt, der dem entspricht, was wir da eigentlich haben. Jetzt habe ich ein bisschen zum Einstieg gerantet und jetzt würde ich gerne im nächsten Schritt übergeben an das, was JavaScript als Rolle in einer modernen Web-Anwendung dabei dann auszeichnet. Und dazu muss ich das Screensharing mal an den Lukas weiterreichen. Genau, ihr solltet jetzt meinen Bildschirm sehen. Wenn das nicht so ist, bitte ich die Moderatoren, mich zu unterbrechen. Ihr habt jetzt gehört, wie der Stefan sich das Web vorstellt, aber das Web hat sich natürlich verändert. Es ist natürlich viel, viel besser geworden durch JavaScript. JavaScript hat alles viel, viel besser gemacht. Und wir wollen jetzt mal kurz diese Evolutionsschritte durchgehen. Und dabei fangen wir einfach bei dem Bild an, was uns Stefan eben gezeigt hat. Es ist andersrum gedreht. Ihr werdet nachher sehen, wieso. Um nochmal zu erklären, wie diese klassische Webanwendung aussieht. Die klassische Webanwendung, die teilt zwischen Server und Client auf. Auf dem Server haben wir den State. Damit meine ich alles von Datenbanken, irgendwelche Queue-Systeme, aber auch Dinge, die im Speicher sind von eurer Anwendung. Dann die Business-Logik, alles Mögliche, alles, was eure Anwendung zu eurer Anwendung macht, was die ganzen Regeln, die ganzen tollen Features, die ihr gebaut habt, die sind in der Business-Logik. Und dann haben wir das Routing. Und das Routing sagt, wir haben hier irgendeine URL und jetzt wollen wir wissen, welche Business-Logik soll denn jetzt für diese URL ausgeführt werden. Und das Routing ist dafür zuständig, diese Zuordnung zu machen. Und dann haben wir Rendering Logic. Das ist einfach ein Wort dafür, dass wir irgendwie HTML erzeugen. Wir erzeugen irgendein HTML, das die Leute sich anschauen können, wo vielleicht Formulare drin sind, wo vielleicht Bilder drin sind. Und das passiert alles auf dem Server. Und was wir über die Leitung schicken, ist HTML. Das schicken wir an den Client. Und auf dem Client ist dann nur eine einzige Sache da. Also einmal wird natürlich das HTML interpretiert, das macht der Browser ganz großartig. Und dann gibt es so etwas, was ich mal lose Look and Presentation Logic genannt habe. Also Dinge, die Sachen schöner aussehen lassen, vielleicht Dinge, die so Glitzer und tolle Sterneffekte, vielleicht Schneeflocken für die Leute, die schon was länger dabei sind. Das ist so die klassische Aufteilung. Was jetzt viele Leute sich überlegt haben, ist, was wäre denn, wenn man die Rendering-Logik einfach auf den Client zieht? Ja, was würde das bedeuten? Das würde bedeuten, dass wir vom Server erstmal nur Daten bekommen. Dafür wird häufig JSON verwendet. Man könnte aber auch XML oder was auch immer benutzen. Und auf dem Client, da nehmen wir jetzt diesen ganzen Kram und bauen daraus ein DOM, um den dann darzustellen. Warum machen wir das? Viele versprechen sich davon, dass es schneller und interaktiver ist. Wir kommen gleich nochmal dazu, weswegen dieser Schritt dafür noch nicht reicht. Manche versprechen sich auch davon, dass das JSON vielleicht kleiner ist als das HTML, was auch nicht so richtig stimmt, wenn man eine moderne Kompression benutzt, wie GZIP oder Brotli. Aber für viele ist es auch einfach, diese Technologie ist vielleicht cooler, neuer, besser. Aber wenn wir diesen Schritt gehen, dann haben wir implizit, sind wir auch schon einen zweiten Schritt gegangen. Und das ist der, dass wir auf dem Server eine JSON-API eingeführt haben. Wir haben auf dem Server eine API, wo wir irgendwie diese ganzen JSON-Daten abholen. Die muss auch entwickelt werden. Und auf dem Client, da brauchen wir irgendetwas, was diese API versteht. Und damit meine ich nicht einfach JSON-Parse. Damit meine ich, darauf auch zu verstehen, was diese JSON-Antwort bedeutet. Und das ist kein unerhebliches Stückchen Code. So, das wäre jetzt das Bild, wenn wir nur die Rendering-Logik rüberziehen. Aber das hilft uns noch nicht viel. Warum ist das so? Das wäre jetzt die Anwendung, wie wir sie gerade gesehen haben. Wir haben den Browser, der macht ein GET auf den Server, der sagt, okay, hier ist deine App, wir laden das JavaScript, starten die Anwendung und ab sofort ändert sich in der URL gar nichts mehr, weil die Anwendung, das JavaScript hat jetzt die Kontrolle übernommen. Das macht vielleicht im Hintergrund weiter irgendwelche JSON-Requests, holt sich weitere Daten, aber im Browser verändert sich
in der Browserleiste verändert sich nichts mehr. Und wie der Stefan schon sagt, ist das ein sehr guter Weg, die Benutzer zu verärgern, weil wir können jetzt nämlich keine Bookmarks mehr setzen. Wir können nicht mehr auf einen bestimmten Teil der Anwendung verlinken. Dafür gab es dann auch mal Lösungen, dass Leute quasi so eine Share-Funktionalität in ihren eigenen Browser eingebaut, in ihre eigene Anwendung eingebaut haben, aber das ignorieren wir jetzt mal. Das ist eine sehr schlechte Lösung. Genauso Deep Links, also irgendwo tief reinzulinken an irgendeine Stelle in der Anwendung, auf ein bestimmtes Produkt oder auf eine bestimmte Produktdetailansicht. Vielleicht wollen wir auch unsere Anwendung neu laden können. Also wir wollen an einer bestimmten Stelle sein und nochmal neu laden, um zu gucken, ob sich irgendwas verändert hat, ob vielleicht der Preis höher geworden ist oder ob es mehr Gebote auf meiner Auktion gab. Wenn wir jetzt in dieser Anwendung Reload drücken, landen wir wieder am Start und müssen wieder an diesen Punkt zurückkehren. Und die Lösung dafür ist relativ einfach. Wir machen es eigentlich wieder so wie vorher. Wir benutzen die URI dafür. Also wir benutzen Routing. Und um das zu tun, müssen wir jetzt aber die Routing-Logik auf den Client rüberziehen. Das heißt, statt dass die URL vom Server interpretiert wird, wird sie vom Client interpretiert. Das heißt, der ändert die lokal. Dafür gibt es seit einigen Jahren sehr schöne APIs, die das erlauben. Und jetzt können wir da schnell hin und her wechseln. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, was wäre, wenn wir jetzt diesen Weg gehen? Dann würde man quasi auf die Webseite gehen, es würde die Seite geladen, dann würde JavaScript wissen, auf welche Seite man eigentlich möchte. Aber was ist, wenn jetzt irgendwie ein Crawler vorbeikommt, der kein JavaScript versteht? Und ich weiß, viele Leute sagen heutzutage, dieses Argument ist nicht mehr valide, weil der Google Crawler, der kann JavaScript interpretieren. Das ist zum einen nur so halb wahr, da kommen wir nachher nochmal zurück. Aber zum anderen gibt es natürlich auch andere Suchmaschinen. Ich benutze beispielsweise sehr gerne DuckDuckGo. Und wenn wir möchten, dass vielleicht auch neue Suchmaschinen, andere Suchmaschinen, die vielleicht ein anderes Businessmodell haben als Google, eine Chance haben, dann sollten wir das denen nicht schwerer machen als notwendig. Also wäre es cool, wenn wir einen GET-Request auf den Server schicken könnten. Der lässt diese App laufen, das, was also sonst im Browser passiert, und schickt einfach einen statischen HTML-Snapshot zurück, damit wir den indizieren können als Suchmaschine. Wenn wir das machen wollen, dann würden wir einfach quasi die Routing- und Rendering-Logic kopieren auf den Server und da ausführen. Dafür könnten wir beispielsweise Node.js verwenden. Wir könnten jetzt also einfach, weil das unten ist ja alles JavaScript und JavaScript können wir auf dem Server auch mit Node.js ausführen. Wenn wir jetzt also diese Anwendung einfach kopieren, in Node.js ausführen, dann kann die halt quasi HTML erzeugen und der Crawler wird da bedient. So, das wäre alles. So, das ganz wichtig hierbei ist, sieht jetzt irgendwie aus wie Duplikation, aber es ist der gleiche Code. Also wir müssen den Code nicht zweimal schreiben, sondern der Code wird einfach an zwei Stellen ausgeführt. Aber das ist nur der erste Schritt. Viele Leute sagen, jeder Benutzer und jede Benutzerin hat heutzutage JavaScript aktiviert im Browser. Und das stimmt auch grundsätzlich, dass die meisten das haben. Aber es gibt immer noch einen Zeitpunkt, wo jeder Mensch, der auf unsere Seite kommt, kein JavaScript aktiv hat. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir noch dabei sind, das JavaScript herunterzuladen. Weil solange wir es noch nicht heruntergeladen haben, können wir es nicht ausführen. Und je nachdem, wie viel JavaScript wir gebaut haben, dauert das auch manchmal ein bisschen länger. Das ist hier ein Zitat von Jake Archibald vom Google Chrome Team. Er sagt halt, solange das JavaScript noch nicht runtergeladen ist, haben wir halt einfach Pech gehabt. Wenn wir das jetzt also verhindern wollen, dann gehen wir jetzt nochmal auf das Bild von gerade zurück und erweitern das um Pre-Rendering. Was bedeutet das? Das bedeutet, der normale Client geht auch auf den Server, lässt die Applikation laufen, bekommt den statischen HTML-Snapshot zurück und dann gibt es hier diesen magischen Moment, wo wir unsere Applikation aufbauen, laden, ausführen und den ganzen Ajax-Fun hinzufügen und dann haben wir quasi ab sofort diese interaktive JavaScript-Applikation. Und die zwei Zeitpunkte, die wir hier sehen, ist der First Contentful Paint. Das ist das erste Mal, dass wir vernünftigen für den Benutzer interessanten Content sehen auf der Webseite. Also irgendwas, was nicht die weiße Seite ist. Und dann gibt es den Time to Interactive. Das ist der Zeitpunkt, wo die Seite interaktiv wird. Weil die Seite, die wir jetzt geschickt haben, die ist ja nur ein statischer Snapshot. Das heißt, die ist jetzt erstmal nicht interaktiv. Und dazwischen, in diesem Zeitraum, da ist die Webseite nicht interaktiv. Wenn wir uns das jetzt mal genau angucken, was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wir müssen irgendwie diese Bereitschaft simulieren. Wir müssen so tun, als wären wir bereit und vielleicht anfangen, die Dinge, die der Mensch mit dieser Webseite machen möchte,
quasi zu sammeln. Also wenn jemand auf einen bestimmten Button klickt, dann können wir ja noch nichts tun, weil wir haben ja noch kein JavaScript-Laden. Also was machen wir stattdessen? Wir schreiben auf, die Person wollte diese und diese Aktion machen, damit wir die dann später, wenn diese ganze Anwendung geladen ist, abspielen können und loslegen können. Ein anderes Problem ist, wie sorgen wir dafür, dass dieses HTML quasi ausgetauscht wird durch das, was wir auf der Client-Seite machen. Und das ist auch nicht ganz einfach, weil wenn wir jetzt beispielsweise schon als Benutzer angefangen haben, in ein Textfeld was reinzutippen, dann wäre es sehr, sehr doof, wenn wir das Textfeld einfach ganz wegwerfen würden und ein neues Textfeld, was genauso heißt, reinsetzen würden, weil dann würde der Input ja verloren gehen. Genauso würde die Scrollposition verloren gehen. Also müssen wir quasi dieses tote HTML, was da so über die Leitung gekommen ist, irgendwie beleben, ne? zu neuem Leben erwecken. Und diesen Vorgang nennt man Hydration. So, wenn wir das jetzt haben möchten, dann würden wir weiterhin das Routing- und Pre-Rendering-Logic auf dem Server ausführen. Das könnten sowohl die Suchmaschinen verwenden, aber auch die Benutzer, die quasi einfach einen schnelleren First Contentful Paint haben möchten. Und dann würden wir mit der Hydration anfangen und damit diese Webseite interaktiv machen. Langsam werden es ein paar Kästchen mehr, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Wir malen jetzt nochmal zwei Kästchen dazu, nämlich die Business Logic und den State. Wieso? Die sind ja schon eigentlich da oben. Was haben die da unten zu suchen? Das Problem ist, wir hatten am Anfang gesagt, eine Motivation dafür, diesen ganzen Weg zu gehen, ist, dass wir eine höhere Interaktivität haben wollen. Wir wollen, dass die Webseite schneller ist, dass die Leute weniger warten. Wenn wir für jede Information, die wir haben wollen, erstmal zum Server laufen müssen und wieder interpretieren müssen, dann werden wir ja langsamer, weil jedes Mal müssen wir wieder Netzwerk-Requests machen. Das heißt, wir haben überhaupt nichts gewonnen. Wir haben sogar etwas verloren. Wir sind sogar langsamer geworden. Das heißt, uns bleibt gar nichts anderes übrig, als bestimmte Teile vom State zu nehmen und auf dem Client irgendwie zwischenzuhalten. Ob das jetzt im Speicher ist, im Local Storage, wie auch immer. Aber irgendwie müssen wir diesen State lokal halten. Genauso müssen wir bestimmte Operationen auch auf dem Client ausführen können, damit wir einfach schon wissen, was passieren muss, damit wir das auf der Client-Seite tun können. Wenn wir das aber tun, dann können wir nicht einfach sagen, die Business-Logik, die verschieben wir jetzt darunter. Also wir können nicht diese Linie einfach verschieben und die Business-Logik auf den Client schieben, weil wenn wir das tun würden, dann hätten wir ein ganz großes Security-Problem. Wir können nämlich dem Client nicht trauen. Wenn wir beispielsweise die Business-Logik bilde die Summe von meinem Warenkorb auf den Client schieben würden und wir würden einfach alle Sachen, die in dem Warenkorb liegen, die Summe, Artikel zusammen addieren und dann sagen, okay, da kommt 500 Euro raus und diese Logik nicht auf dem Server interpretieren, dann könnte ein böser Benutzer oder einfach ein Benutzer, der ein bisschen Geld sparen will, einfach diesen Wert verändern und auch zum Server schicken, ja, hier sind zwar 300 Items in meinem Warenkorb, aber ich meine, sie kosten nur 20 Euro. Das heißt, für fast jede Business-Logik gilt, dass wir sie sowohl auf dem Server als auch auf dem Client ausführen müssen, damit wir einfach prüfen können, ob der Client nicht irgendwas Böses getan hat. Und das bedeutet im Endeffekt fast immer, dass wir jetzt die Logik in zwei verschiedenen Sprachen ausführen. Außer wir entscheiden uns tatsächlich, unsere gesamte Anwendung in JavaScript zu schreiben, auch serverseitig. Würde das bedeuten, wenn wir zum Beispiel unsere Anwendung in Java schreiben, dass wir dann dieselbe Funktionalität einmal in Java und einmal in JavaScript schreiben. Und da kann es natürlich immer passieren, dass diese Implementierung voneinander sich einfach auseinanderlaufen. Zudem wird das Ansteuern der Business-Logik auf dem Client oder auf dem Server etwas anders funktionieren. Also selbst wenn wir uns dafür entscheiden, alles in JavaScript zu schreiben, kann es immer noch passieren, dass wir hier subtil auseinanderlaufen. Beim State ist es noch viel schlimmer, weil wenn wir irgendwie unsere Daten in einer Postgres haben, Postgres werden wir niemals auf dem Client haben. Das heißt, da müssen wir gucken, wie wir den State persistieren, wie wir den State da behalten. Und das wird garantiert anders sein. Und da kann es auch wieder zu Fehlern kommen. Zudem ist State zu replizieren, ich habe es einmal zu früh gedrückt, den State zu replizieren immer ein Problem, weil wenn wir lokal etwas verändern und auf dem Server hat es sich noch nicht verändert, dann müssen wir jetzt irgendwie einen Weg finden zu sagen, ja, ich habe hier geändert, was ist denn jetzt die richtige Version? Ist die Version, die Stefan auf seinem Notebook erzeugt hat, die richtige Version oder ist die auf meinem Notebook erzeugt wurde, die richtige Version? Und das kann zu einem Schreibkonflikt kommen. Und diese Probleme sind sehr, sehr komplex. Das sind Probleme, die Leute, die Datenbanken bauen, über Jahre hinweg machen. Und viele Leute, die Single-Page-Anwendungen bauen,
bauen dafür Ad-Hoc-Lösungen, die zwar vielleicht erstmal so aussehen, als würden sie funktionieren, aber im echten Leben dann leider dazu führen, dass wir ganz, ganz viel Datenverlust zum Beispiel haben. Das andere Problem ist, das, was wir jetzt getan haben, das, was wir oben haben, ist der Server. Da haben wir ein hohes Level von Kontrolle. Wir können beispielsweise entscheiden, welche Version von Node.js verwenden wir. Dann wissen wir, welche JavaScript-Version ist. Wir können entscheiden, beobachten, was auf dem Server passiert. Wir können zum Beispiel in Logs reinschauen. Wir können Metriken sammeln und so weiter. All diese Dinge können wir auf dem Client tun, aber die sind viel, viel schwieriger. Sie sind viel, viel weniger beobachtbar. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jetzt Code hier unten ausführen, dann entscheiden wir uns dafür, Code statt in einer kontrollierten, beobachtbaren Umgebung in einer unkontrollierten, schlecht beobachtbaren Umgebung zu machen. Ein Beispiel dafür wären jetzt zum Beispiel Logs. Wenn wir überlegen, wir möchten Logs schreiben, damit wir Dinge nachvollziehen können, dann können wir das auf dem Client nicht so machen wie auf dem Server. Auf dem Server können wir jetzt einfach sagen, jedes Mal, wenn irgendwas passiert, schreiben wir das in Log. Wir sammeln das vielleicht in irgendeinem Logstash, Elk-Stack, was auch immer, und können das dann visualisieren, können das durchsuchen. Und dabei müssen wir vielleicht nicht vollständig maßlos viel schreiben, aber wir können schon sehr, sehr viel schreiben. Auf dem Client hingegen müssen wir uns sehr, sehr gut überlegen, was wir da tun. Wenn wir zum Beispiel jedes Mal, wenn wir irgendetwas tun, ein Log-Statement an den Server schicken würden, dann würden wir unglaublich viel Traffic erzeugen, weil wir die ganze Zeit Informationen an den Server schreiben. Dann würde unsere Anwendung unglaublich langsam werden. Das wollen wir nicht. Also müssen wir uns überlegen, dass wir diese Logs auf dem Client so ein bisschen zusammensammeln und dann in Batches zum Server schicken oder nur dann schicken, wenn wir eine Exception haben. Aber da kann es ganz, ganz schnell passieren, dass die Information, die wir gerade brauchen, um herauszufinden, was schiefgegangen ist, fehlt. Genauso Exception-Tracking. Wenn beim Client was großartig schief geht, dann werden wir die Exception gar nicht bekommen, selbst wenn wir einen Exception-Tracker verwenden. Aber ja, es ist immer noch besser, als keinen Exception-Tracker zu haben. Aber wie gesagt, ne, wir geben einfach Kontrolle und Beobachtbarkeit auf. Und die andere Konsequenz ist, wir haben einfach viel, viel mehr JavaScript. Und das ist jetzt erstmal wertfrei. Wir haben einfach vorher nur dieses eine kleine gelbe Kästchen gehabt. Und jetzt haben wir ganz, ganz viele Kästchen, die da unten laufen. Das ist teilweise Code, den wir selber geschrieben haben, teilweise Code von unserem Framework. Aber es ist auf jeden Fall erstmal mehr Code. Und was heißt das in der Konsequenz? In der Konsequenz bedeutet das, dass wir uns dafür entscheiden, Dinge vielleicht mit JavaScript zu machen, die sonst vielleicht mit HTML und CSS passiert sind. Und JavaScript ist viel weniger widerstandsfähig als diese anderen Technologien im Frontend. Ein Beispiel. Wir haben ein Custom Element. Wir wollen ein Custom Element definieren. Das ist eine moderne API in JavaScript. Nicht mehr ganz so modern, aber relativ modern. Auf der anderen Seite wollen wir eine moderne API in CSS benutzen, nämlich Display Contents. Die ist tatsächlich relativ neu und wird von vielen Browsern nicht unterstützt. Was ist jetzt der Unterschied? Der Unterschied ist, im Firefox 63, da funktioniert das. Auf beiden Browsern. Der kann sowohl das linke als auch das rechte. Im Chrome 69 hingegen wirft die linke Seite eine Exception, weil diese Custom Element, die Variable existiert nicht, also wirft er eine Exception, wie jede Programmiersprache. Das ist nichts, was JavaScript irgendwie falsch macht. Das ist einfach, es bleibt JavaScript gar keine andere Möglichkeit. Das heißt, alles, was hinter Custom Element Defined steht, wird erstmal nicht weiter ausgeführt. Vielleicht wird sogar die ganze Anwendung nicht weiter ausgeführt, weil wir die Exception nicht fangen, aber da gibt es halt gute Wege, darum herumzukommen. Aber selbst wenn wir das tun, müssen wir einen guten Weg finden, wie wir nicht in so einem undefinierten Hype-State landen. In CSS ist im Chrome 69 ist auch diese Display Contents nicht unterstützt. Aber was macht CSS? CSS überspringt einfach diese Zeile. Es versteht nicht, was die tut, also macht es einfach weiter. Das heißt, alles andere, was wir als CSS geschrieben haben, funktioniert einfach trotzdem. Das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist der Unterschied zwischen dieser deklarativen Sprache CSS und der imperativen Sprache JavaScript, wo halt Dinge, die nicht funktionieren, dazu führen, dass alles Weitere nicht mehr ausgeführt wird. Das andere Problem ist, dass JavaScript unglaublich teuer ist. Das hier ist ein Zitat von Eddie Osmani, der führt das Speed-Team bei Google Chrome an und der sagt, JavaScript ist das teuerste auf eurer Webseite. Wenn man 5 Kilobyte Bild hat und 5 Kilobyte JavaScript, dann ist das die 5 Kilobyte Bild so viel weniger aufwendig als das JavaScript. Das kann man kaum ausdrücken, weil JavaScript muss heruntergeladen werden. Das muss mit allem, was wir bekommen, passieren. Aber es muss auch noch interpretiert werden, also gepasst werden und dann ausgeführt werden. Und das dauert einfach viel, viel länger als bei Bildern, bei Fonts, bei CSS, bei HTML. Und was bedeutet das? Wenn wir jetzt beispielsweise schauen, die Webseite reddit.com,
da wird JavaScript ausgeführt, um halt einfach so ein paar Artikel anzuzeigen. Also, naja, von, ich würde jetzt mal sagen, auf der Skala zwischen interaktive Photoshop-App und News-Seite ist es eher auf der Seite News-Seite. Und hier sehen wir, wie lange das dauert, wie viel Sekunden vergehen. Wenn wir das jetzt getestet haben auf einem Pixel 3, relativ modernes Telefon, dann ist es halt innerhalb von 300 Millisekunden alles erledigt. Wenn wir es aber auf dem Alcatel 2X ausführen, das ist ein Telefon, was letztes Jahr rausgekommen ist, aber ein Low-Budget-Telefon ist, was man für wenig Geld bekommt, was vielleicht kostenlos beim Vertrag dabei ist, dann dauert es über 2 Sekunden, 2,5 Sekunden, bis das ganze JavaScript ausgeführt ist. Und wenn es im Main-Thread läuft, dann bedeutet das auch, dass der Browser blockiert ist, dass er in dieser Zeit nichts anderes tun kann. Das hat Eddie Osmani macht das jedes Jahr, das müsste auch demnächst nochmal passieren, dass er diese Kosten von JavaScript einfach visualisiert im aktuellen Jahr mit dem aktuellen Telefon. Das war jetzt das vom letzten Jahr. Könnt ihr hier auf den Link klicken, wenn die Folien nachher online sind. Und deswegen ist mein Aufruf, egal für welche Architektur ihr euch entscheidet, testet auf jeden Fall eure App auf Devices, die echt sind, nicht nur Simulatoren und die wenig kosten. Nehmt mal so ein Alcatel und probiert mal aus, wie die Webseite funktioniert. Weil wenn man das in einem Simulator ausprobiert, das ist eine vollständig andere Erfahrung. Wenn ihr da drin scrollt beispielsweise, dieses frustrierende Gefühl von einer Anwendung, die total langsam scrollt auf einem Touchgerät, ist überhaupt nicht vergleichbar mit hier auf einem Simulator. Also probiert das mal aus. Probiert aus, wie eure Anwendung sich verhält auf so einem Gerät. Genauso probiert es aus auf einem langsamen Netzwerk. Das ist schwieriger, ein langsames Netzwerk zu bekommen, aber vielleicht könnt ihr das dann doch mit einem Simulator machen. Probiert es mal aus. Wenn ihr alles nur mit dem allerneuesten Telefon, das 1.400 Euro kostet und einem 4.000 Euro Notebook testet, auf einer Glasfaserverbindung, dann ist das nicht die Erfahrung, die der Großteil eurer Benutzer hat. Deswegen müsst ihr ausprobieren, wie es sich verhält, wenn man halt nicht diese Ausrüstung hat. Hier habe ich ein kleines Beispielvideo aufgenommen von einer Webseite mit einem Textfeld. Da kann man drin rumtippen, man kann oben irgendwelche Sachen ein- und ausklappen. Und jetzt simuliere ich unten das Ausführen von einer JavaScript-Anwendung. Hier in dem Fall wird jetzt ganz schwer gerechnet. Wie man sieht, versuche ich immer noch Sachen anzuklicken, ich versuche auch zu tippen, aber es passiert gar nichts mehr. Und das liegt daran, dass JavaScript jetzt diesen Main-Thread geblockt hat. Es sagt einfach, ich bin jetzt der Chef und ich habe den Thread geblockt. Es ist eine Single-Threaded Umgebung. Wenn wir also hier eine komplizierte Business-Logik ausführen, dann passiert das. Der Benutzer kann nichts mehr tun und wenn dann irgendwann unsere Berechnung fertig ist, dann werden auf einmal alle Events hintereinander abgefeuert. Und jetzt ist all das gleichzeitig passiert. Und das führt zu einem Phänomen, was man Rage-Clicks nennt. Rage-Clicks bedeutet, dass die Leute denken so, hey, ich klicke jetzt mal hier, passiert was? Nein, ich klicke nochmal, ich klicke fester, ich klicke nochmal, weil irgendwie erwartet man, dass etwas passiert. Und in dieser Studie wurde festgestellt, dass 15% der Leute zwischen dem Zeitpunkt, wo die Seite sichtbar ist und dem Zeitpunkt, wo sie interaktiv wurde, versucht haben, mit der Webseite zu interagieren, also wo sie frustriert festgestellt haben, dass nichts passiert, wenn sie auf die Webseite klicken. Und diese Erfahrung ist leider sehr, sehr üblich auf vielen Seiten, die mit dieser Single-Page-Architektur gebaut sind. Und deswegen für mich ganz wichtig, weil für viele wurde dieses Hydration-Verfahren wurde so beschrieben, als würde das jetzt alle Probleme lösen, als wäre jetzt ist in Ordnung, eine Single-Page-Anwendung zu schreiben, weil jetzt kriegen wir das HTML schnell ausgeliefert und alles ist super. Aber es ist kein Progressive Enhancement. Progressive Enhancement ist die Idee, dass quasi alles erstmal mit der kleinsten Ausrüstung von Browserfähigkeit funktioniert. Also beispielsweise einfach nur mit HTML. Und wenn der Browser mehr kann, dann kommen bessere Features hinzu, tollere User-Interaktion. Aber die grundlegenden Fähigkeiten sind da. Hydration ist aber kein Progressive Enhancement. Das ist mehr so ein Uncanny Valley, wo alles so aussieht, als wäre es echt. Aber in Wirklichkeit ist es nicht echt. In Wirklichkeit ist es ein Bild von einer Webseite. Und dieser Zeitraum zwischen, es ist noch ein Bild und diesem, jetzt ist es wirklich die interaktive, echte Webseite, der kann sehr lange dauern, wenn unser Gerät langsam ist dabei, JavaScript auszuführen, vielleicht auch langsame Internetverbindung hat. Und wir müssen einfach das wahrnehmen, dass das so ist. Und leider ist das eine Konsequenz aus dieser Architektur, dass wir zu dieser Hydration kommen. Und jetzt möchte ich nochmal an Stefan übergeben, der euch jetzt erzählen wird, was wir denn jetzt tun können.
Sehr schön. Das war offensichtlich mein Stichwort. Ich hoffe, man kann meine Slideshow auch wieder sehen. Also, ein bisschen mache ich jetzt den Wrap-up. Ihr könnt euch jetzt auch schon mal überlegen, welche Fragen ihr uns vielleicht stellen wollt und vielleicht schon mal die Fragenwarteschlange füllen. Und ich werde versuchen, ein bisschen einen Deckel drauf zu machen, bevor Lukas und ich vielleicht noch gemeinsam so ein bisschen hin und her diskutieren, was wir an Optionen da finden und dann hoffentlich auch mit euch in Diskussionen geraten. Also, was haben wir jetzt eigentlich erzählt? Haben wir euch gesagt, dass alles, was aktuell gemacht wird, irgendwie falsch ist? Eigentlich nein. Eigentlich wollten wir Dinge gegenüberstellen. Wenn man Dinge gegenüberstellt, dann sollte man die Vor- und Nachteile sehen. Also wir haben dieses Bild gesehen, das war das ursprüngliche, das mit dem Lukas gestartet ist vor ungefähr einer halben Stunde, bei dem eigentlich der größte Teil der Arbeit auf dem Server passiert und auf dem Client nur das absolut Notwendige, nämlich eigentlich das Layouting, die Präsentation, die Presentation-Logik, die tatsächlich im Browser stattfindet. Und das hat bestimmte Konsequenzen, bestimmte Vorteile, bestimmte Nachteile. Ein Vorteil ist, ich habe serverseitiges State-Handling, aber ich habe auch nur serverseitiges State-Handling. Kann es auch als Nachteil betrachten. Erstmal ist es einfach ein Fakt. Meine Statusverwaltung passiert auf dem Server, alle meine Clients werden auf dem Server sozusagen irgendwie konsolidiert, der Status wird nacheinander bedient und damit geht es weiter. Man könnte argumentieren, ich würde argumentieren und Lukas sicher auch, dass es in dieser Variante einfacher ist. Ich habe weniger Teile auf beiden Seiten, die ich in miteinander koordinieren muss. Ich bekomme eine einfachere Lösung für das Gesamtsystem. Wir glauben ganz stark daran, dass das Ganze widerstandsfähiger ist. Und das ist auch durch unsere praktische Erfahrung gedeckt. Also eine Web-Anwendung, die so gebaut ist, die serverseitiges HTML erzeugt, auf dem Client dieses HTML rendert, ist deutlich widerstandsfähiger gegen Ungereimtheiten, gegen Programmierfehler, gegen kleinere Inkompatibilitäten zwischen Browsern, gegen unerwartete Browser-Versionen oder Geräteversionen und auch gegen solche Dinge wie alte, nicht aktualisierte Geräte, langsame Netzwerkverbindungen, zusammenbrechende Netzwerkverbindungen und so weiter. Ich habe einen deutlich kleineren Client-Footprint. Also ich habe deutlich weniger Daten, die ich einfach zum Client übertragen muss, damit der Client irgendwas tut. Und daraus ergibt sich eigentlich auch eine bessere Performance, weil das ein wesentlicher Bestandteil der Performance ist. Man kann argumentieren, dass das nur dann eine Rolle spielt, wenn man eine Seite zum ersten Mal besucht. Und in der Tat ist das eine wichtige Frage. Und das bringt mich so ein bisschen dahin jetzt mal den Weg, nur die eine Sache ist richtig zu verlassen und ganz klar zu sagen, es gilt nicht immer, dass das die bessere Variante ist. Wir stellen mal die andere daneben. Die andere ist die gesamte Komplexität, die Lukas gerade gezeigt hat. Also wir haben diesen kompletten Stack auf der Client-Seite, um die dynamische Anwendung zu haben und wir haben daneben sozusagen noch diesen zweiten, leicht abgewandelten Technologie-Stack, der uns dabei unterstützt, das Ganze trotzdem auch mit Server-Side-Rendering, mit Hydration zusammenzubringen. In diesem Fall haben wir ganz, ganz viel Client-Side-State-Handling. Das kann ich als Vorteil oder als Nachteil sehen. Auf jeden Fall ist es erstmal ein Fakt, den ich da habe. Aus der Tatsache, dass ich den Status auf dem Client verwalte, ergibt sich potenziell besserer Offline-Support. Auf der linken Seite gibt es keinen Offline-Support. Also zumindest nicht sinnvollerweise. Jetzt kann man immer diskutieren, wie sinnvoll ist es überhaupt? Was kann ich überhaupt offline tun mit so einer Anwendung? Die meisten Anwendungen, mit denen wir zu tun haben, sind offline nicht so wahnsinnig sinnvoll. Also es gibt Ausnahmen, aber bei den meisten ist es so, ohne eine Verbindung zu irgendeinem Server zu haben, können die nicht wirklich viele sinnvolle Dinge tun. Aber es gibt ja Ausnahmen von solchen Sachen. Vielleicht ist es ein Spiel, das ich mache, oder vielleicht ist es etwas, bei dem ich kleinzeitig ganz viel umsortiere, das nur mich betrifft, Status, der mit niemand anderem koordiniert oder synchronisiert wird, der dann irgendwann zum richtigen Zeitpunkt wieder zum Server geschickt wird. Wenn sowas der Fall ist, ist die rechte Variante die bessere Lösung. Das Ganze ist möglicherweise ein Vorteil, weil es näher am Desktop-Model ist. Man kann das lange diskutieren. Will man, dass eine Web-Anwendung eher wie eine Desktop-Anwendung ist? Ist das ein Bug oder ist das ein Feature? Das ist vielleicht ein bisschen eine Einstellungsfrage. Also ich habe vielleicht am Anfang beim Einstiegsrand gemerkt, ich finde ganz stark, eine Web-Anwendung soll eine Web-Anwendung sein, dann spielt sie ihre Stärken aus. Ich will gar nicht, dass sie sich als was anderes verkleidet. Sonst hätte ich lieber das andere. Also gab immer so eine schöne Demo bei Vardin, haben wir für nicht auf der Liste gehabt. Beim Vardin-Framework hast du immer so eine schicke iTunes-Demo, da war so eine iTunes-ähnliche Anwendung im Browser. Ich will iTunes noch nicht mal nicht im Browser, schon gar nicht im Browser. Ich will sowas gar nicht, ich möchte andere. Man kann auch hier argumentieren, dass man bessere Performance hat, weil man weniger Server-Roundtrips hat. Hier ist immer die spannende Frage, was genau ist das, was man mit den Server-Roundtrips macht? Und ist das so eine Schwarz-Weiß-Welt, wie wir sie jetzt hier gerade malen? Natürlich nicht, darauf kommen wir gleich dann nochmal zu sprechen. Also, wenn wir uns das hier angucken, dieses Bild, dann gibt es nämlich nicht nur diese eine Variante, wie wir sie hier dargestellt haben. Ehrlich gesagt, wir finden diese Variante, wie sie hier dargestellt wird, zwar eigentlich ganz gut,
Aber eine Anwendung, die wirklich zu 100% so aussieht, haben wir sicher seit 15 Jahren nicht mehr entwickelt. Sondern was wir in der Regel entwickeln, ist eine Mischlösung. Eine Mischlösung, die so aussieht, dass es auf der einen Seite das gibt, aber eben auch einen bestimmten Teil von Rendering-Logik, der durchaus im Client passiert. Aber eben wirklich nur einen kleinen Teil von Rendering-Logik für das dynamische Aktualisieren. Und das ist der wesentliche Unterschied zwischen Progressive Enhancement und Hydration, den der Lukas gerade schon genannt hat. In diesem Bild ist es so, wenn das rechte Ding weg wäre, dann würde die Anwendung immer noch funktionieren. Sie wäre etwas weniger ergonomisch. Ein Beispiel wäre, es würde bei vielen Klicks ein Server-Roundtrip passieren und die komplette Seite neu aufgebaut werden. Wenn dieser rechte Teil da ist, also wenn unser JavaScript vollständig geladen wurde und wenn es funktioniert, wenn die Komponenten alle erfolgreich initialisiert wurden, die dafür zuständig sind, dann wird diese Anwendung auf einmal viel weniger Server-Roundtrips machen und sich eigentlich mehr und mehr so verhalten, wie wir es eigentlich von einer Single-Page-Application erwarten. Also Progressive Enhancement bedeutet, dass ich von etwas Barebones-mäßigem ausgehe, von etwas Rudimentären, sozusagen etwas, was rugged ist, Industrial Strength, ja, so ein bisschen wie Funktionskleidung, das funktioniert auf jeden Fall, aber es verwandelt sich charmant in etwas Hübscheres, Schickeres, Ergonomischeres, wenn es funktioniert. Und es hört nicht auf zu funktionieren, nur weil es nicht mehr wunderhübsch sein kann. In gewisser Weise ist die Idee, was wir hier darstellen, eigentlich, man kann die Technologien von SPAs benutzen, ohne dabei gleich die Architektur des Webs kaputt zu machen. Also, vielleicht ist bei dem einen oder anderen der Verdacht aufgekommen, dass wir etwas gegen JavaScript haben. Nichts könnte weiter entfernt von der Wahrheit sein. Also, ich glaube, Lukas verbringt unglaublich viel Zeit in JavaScript, wahrscheinlich sogar mehr als ihm lieb ist. Wir machen ganz, ganz viel mit JavaScript. JavaScript ist eine Programmiersprache, die wir wahrscheinlich höher schätzen als viele Leute, die sich als SPA-Fans bezeichnen. Der Punkt ist, dass alle Technologien im Web, JavaScript, aber eben auch HTML und CSS, ihren Platz haben und ihren Sinn haben. Und die Dinge, für die diese Technologien gedacht sind, sollte man auch mit diesen Technologien lösen. Immer wenn jemand versucht, eine der Technologien außerhalb ihres eigentlichen Einsatzbereiches einzusetzen, kommt Murks dabei heraus. Und wir haben versucht, das alles, was wir gesagt haben, in so einer Art Entscheidungsmatrix zusammenzupacken. Das ist auch unsere letzte Folie. Und zwar, wenn wir diesen reinen SSR, das heißt Server-Side-Rendering-Weg gehen, dann ist die Hauptmotivation dafür ist eigentlich Skalierbarkeit zur Laufzeit, ist, dass wir eine große Menge von Benutzern unterstützen. Dass wir normale User-Experience-Bedürfnisse haben. Also keine, nicht wenige User-Experience-Bedürfnisse, überhaupt nicht. Man kann sehr, sehr schöne, sehr elegante, sehr ergonomische Anwendungen mit diesem Ding bauen. Aber man kann mit Server-Side-Rendering zum Beispiel keinen CAD-Editor bauen. Ja, alleine mit Server-Side-Rendering wird das nicht funktionieren, weil niemand Lust hat, bei jedem Klick irgendwie einen Roundtrip zu haben. Das wird offensichtlich nicht funktionieren. Ganz wichtig ist hier, dass ich die höchstmögliche Resilienz mit einem solchen Ansatz habe. Das ist das, was mir die stabilste Seite baut. Und das ist reines serverseitiges SSR. Es gibt auf der anderen Seite das, was wir gerade dargestellt haben, mit dem komplexen, globalen Client-State, mit all dem Ärger, der damit kommt, aber dafür vielleicht mit Offline-Support. Vielleicht in einer Umgebung, in der ich genau weiß, welche Geräte verwendet werden. Ich persönlich kenne solche Umgebungen seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr, in der man das wirklich weiß, aber man kann es sicher einbilden. Also wenn man eine Umgebung hat, in der man das relativ sicher sagen kann, wenn man zum Beispiel die Kompatibilität sehr stark einschränken kann oder wenn es eine unternehmensinterne Anwendung ist, bei der man wirklich sicher ist, dass kein Top-Manager mit seinem iPad oder seinem iPhone da auch noch dran möchte, dann kann man diesen Weg hier gehen. Aber, das ist vielleicht die wichtigste Aussage, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß, es gibt auch etwas in der Mitte. Ja, es gibt die Stärken von Server-Side-Rendering kombiniert mit mehr User-Experience-Dingen, mit komplexeren Komponenten, die man rein mit Server-Side-Rendering nicht lösen könnte, mit Basis-Offline-Notwendigkeiten und daher auch Basis-Offline-Support. Und das ist eigentlich das, was wir Server-Side-Rendering plus Rich Components nennen. Hier bauen wir Komponenten. Diese Komponenten sind optionale Ergänzungskomponenten, die die Anwendung erweitern und damit ergonomischer und schicker, schneller und toller machen, die aber nicht, wenn sie nicht funktionieren, dazu führen, dass ich nur noch einen weißen Bildschirm sehe. Und das ist aus unserer Sicht für 95% der Fälle der Königsweg. Die Technologien für SPAs, JavaScript, auch bestimmte Frameworks, Framework-Bestandteile sind absolut in Ordnung für diese Komponentenwelt, aber eben nicht die Single-Page-App, die so weit geht, dass sie dem Browser die Kontrolle über das Gesamtgeschehen entzieht. Damit sind wir durch die Folie durch. Damit ich wieder was sehe, schalte ich noch einmal kurz hier meinen Bildschirm um.
Und dann können wir mal schauen, ob wir Diskussionen mit euch gefunden haben. Genau, also das passt schon. Du hast da Questions auf deiner Folie und es gibt eine Frage von Patrick, die noch 6 Votes erhalten hat. Und die lautet, welche Lösungen empfiehlt ihr für das serverseitige Rendering? Genau, also für das serverseitige Rendering, das hängt natürlich ganz stark davon ab, welche Technologie auf der Serverseite einsetzt. Wie Stefan schon andeutete, mache ich viel JavaScript. Ich würde sagen, so ungefähr 50% meiner Entwicklung ist in JavaScript, ungefähr 50% ist in Ruby. Im aktuellen Projekt, also ich habe aktuell 2 Projekte, in einem Projekt arbeite ich als Frontend-Architekt und Frontend-Entwickler in einer Rails-Anwendung. Da verwenden wir beispielsweise die Templating-Sprache Haml. Das ist einfach eine Templating-Sprache, die in Ruby verfügbar ist. Man kann grundsätzlich diese Ideen mit so gut wie jeder Templating-Sprache umsetzen. Es ist aber sehr gut, wenn die Templating-Sprache so etwas wie Komponenten versteht, dass es also wiederverwendbare Teile gibt, die wir an verschiedenen Stellen wieder zusammenstecken wollen. Weil wir wollen beispielsweise bestimmte Teile einfach, dass die gleich aussehen auf allen Seiten, dass der Button auf allen Seiten gleich aussieht. Wenn eure Anforderung ist, dass ihr beispielsweise verschiedene serverseitige Sprachen unterstützen wollt und trotzdem serverseitiges Rendering unterstützt, haben einige Kollegen und ich eine Lösung entwickelt, die heißt Complate, die ermöglicht es, einem JSX-Makros zu schreiben und die als Templates zu verwenden, aus Java heraus, aus Ruby heraus, aus Node.js heraus. Ja, das ist Complate.org, kann ich gleich in die Antwort noch reinschreiben. Das wäre auch eine Option. Aber grundsätzlich ist das mit so gut wie jeder Sprache möglich. Wir haben das in einem Projekt beispielsweise auch mit ThymeLeaf aus Java umgesetzt. Das funktioniert alles. Ich wollte gerade heimlich nochmal explizit erwähnen, weil das haben wir, glaube ich, sehr, sehr häufig tatsächlich im Einsatz. In den Java-Projekten ist es ein sehr, sehr üblicher Stack. Tatsächlich ist hier etwas weniger mehr. Ja, also hier nimmt man einfach irgendwas Klassisches, was letztendlich auf der Serverseite ein relativ bekanntes Programmiermodell umsetzt. Also ich würde es nicht mehr unbedingt empfehlen, aber theoretisch geht das, was wir auf der Serverseite vorschlagen, geht auch mit JSPs und Taglibs. Ja, das würde man vielleicht nicht mehr tun, aber das geht natürlich auch. Eher nicht mit sowas wie JSF, aber mit allem, was in irgendeiner Form HTML ausspuckt, ist das völlig in Ordnung. Wenn ihr HTML mit System Out Println schreiben wollt, was ich nicht empfehlen würde, könntet ihr das auch, aber es zeigt, dass ihr auf der Serverseite keine besondere Restriktion habt. Ihr könnt alles benutzen, was ihr mögt, alte Geschichten wie Velocity Freemarker, neuere wie ThymeLeaf, irgendwelche anderen Templating-Bibliotheken, die das machen oder irgendwas anderes, was euch hauptsächlich auf der Serverseite HTML erzeugt. Und das Ganze kombiniert ihr. Ich erkläre das immer gerne, weil ich habe immer das Gefühl, man kann das ganz gut verstehen, der eine Unwissende kann es dem anderen Unwissenden erklären. Anders als Lukas bin ich kein Client-Entwickler. Ne? Also wenn ich entwickelt habe, immer auf dem Server entwickelt. Für mich war Client-Entwicklung immer sowas, das machen lieber andere Leute, die mehr ästhetisches Empfinden haben als ich. Aber das, was wir auf der Serverseite da produzieren, ist aus meiner Sicht keine Präsentation. Das ist eigentlich kein GUI, das ist Information, was wir da produzieren. Ich hab ganz, ganz viele Jahre lang XML produziert auf dem Server. Ob ich jetzt XML produziere oder HTML produziere, ist für mich eine relativ banale Variante. Und für mich ist das, was ich eigentlich mache, wenn ich auf der Serverseite HTML erzeuge, das Gerüst zu erzeugen, das dann auf der Client-Seite vom Browser dargestellt wird und optional mit von anderen Leuten entwickelten clientseitigen Komponenten erweitert und aufgepeppt wird. Und Lukas hat gerade die Custom Elements gezeigt, die haben wir in vielen Projekten im Einsatz. Das bedeutet letztendlich, dass ich auf der Serverseite Dinge rendere, die aussehen wie normales HTML, in Custom Elements mit drin, die auf der Client-Seite ersetzt werden durch Dinge, die in JavaScript programmiert sind. Das ist total in Ordnung. Hauptsache, das ist eben was Optionales, was dazu kommt. Vielen Dank. In der Zwischenzeit ist eine ganze Reihe weiterer Fragen eingetroffen. Der Philipp mit 20 Votes fragt, könntet ihr den Technologie-Stack skizzieren, den ihr für das Progressive Enhancement verwendet? Ich kann das machen, aber nur aus dem Client, Lukas, ja? Okay. Auf der Serverseite gar nichts. Auf der Serverseite bedeutet Progressive Enhancement genau überhaupt gar nichts. Auf der Serverseite erzeuge ich HTML und dieses HTML ist ganz normales HTML, das aussieht wie alles andere, was ich sonst wo erzeuge. Genau. Auf der Client-Seite, was ich jetzt am häufigsten verwende und was auch viele Kollegen von uns verwenden, sind halt Custom Elements. Custom Elements sind halt einfach ein Standard-API im Browser. Das heißt, wir brauchen keine Bibliotheken zu installieren. Wir müssen es fast, also
Im aktuellen Projekt machen wir auch gar keine Polyfills mehr dafür, weil die Browser, die wir unterstützen wollen, die können das alle und für die, die es nicht können, ja, es ist ja Progressive Enhancement, also fällt es auf eine Basisversion zurück, die okay ist. Und Custom Elements haben halt den großen Vorteil im Gegensatz zu dem, wie wir es früher gemacht haben, dass sie halt dafür sorgen, dass wenn Elemente aus irgendeinem Grund später in den DOM hinzugefügt werden, dass sie dann trotzdem direkt interaktiv gemacht werden und erweitert werden. Und das ist ein sehr, sehr schönes Programmiermodell, mit dem ich sehr, sehr gerne arbeite. Also ich benutze eigentlich immer Custom Elements. Dazu verwende ich meistens eine Technologie, die halt dafür sorgt, dass die Seitenübergänge schneller werden. Und die Originallösung davon heißt PJAX, die wurde damals von GitHub entwickelt. Die benutzen auch bis heute noch diese Technologie, also GitHub ist serverseitig gerendert, benutzt aber eine PJAX-Technologie, die aber jetzt mittlerweile nicht mehr Open Source ist, sondern Closed Source. Was PJAX macht, ist ganz, ganz clever. Wenn man auf irgendeinen Link klickt, dann wird quasi im Hintergrund diese Antwort vom Server geholt und dann im Browser ausgetauscht, also wird das, was wir geholt haben, ausgetauscht durch das, was aktuell drin ist. Und der große Vorteil davon ist, dass wir das CSS und das JavaScript nicht neu parsen müssen. Normalerweise, wenn wir einfach einem Link folgen und draufklicken, dann wird das neu geparst und neu ausgeführt. Und das müssen wir nicht tun, wenn wir quasi einfach nur den Body austauschen. Mit dieser Technologie erreicht man halt diese gefühlte Performance von einer Single-Page-Anwendung, ohne dass man halt die Architektur verändern muss. Und davon gibt es heutzutage verschiedene Varianten, beispielsweise Turbolinks oder Speedlink, glaube ich, was auch immer. Es gibt verschiedene Lösungen, die das können und das setze ich eigentlich immer in Kombination ein und den Rest sind dann halt Komponenten, die ich mir so zusammensammle. Und ja, das ist so ein Ansatz, den wir viele bei uns verfolgen. Dankeschön. Es gibt eine weitere Frage auch von Philipp mit 10 Votes. Könnt ihr gute Beispiele für Webanwendungen mit SSR und RC geben? Ich habe eine. Lukas hat mich gerade zufällig drauf gebracht. Ich teile sie mal. Vielleicht hat der eine oder andere sie schon mal gesehen. Seht ihr irgendwas? Ja, ihr seht leider die falsche Präsentation. Entschuldigung. Muss ich eben stoppen. Ich mache das nochmal kurz und teile nochmal meinen Bildschirm. Ich hoffe, ihr seht jetzt meinen ganzen Bildschirm und ihr seht diese Seite, die ihr hoffentlich schon mal irgendwo gesehen habt, nämlich GitHub. GitHub ist ein schönes Beispiel. Ja, GitHub ist eine schöne Anwendung, in der ich alle möglichen spannende Dinge machen kann. Zum Beispiel seht ihr, wenn ich hier mich durch die Gegend klicke und hier durch die Folder navigiere, dann seht ihr da oben diesen blauen Balken laufen. Wenn ihr genau hinguckt, stellt ihr fest, dass dieser blaue Balken im Content ist und nicht einer von meinem Browser. Das heißt, was hier passiert ist, wenn ich einen Folder wechsle, dann wird in der Seite sozusagen der Teil ausgetauscht, der sich durch die Navigation gerade geändert hat. Jetzt ist mein Netz hier offensichtlich wegen des parallel laufenden Videostreams nicht so schnell. Normalerweise kennt ihr das wahrscheinlich, geht das relativ instantaneous. Ja, und wenn ich hier auf irgendwelche einzelnen Dateien gehe, dann kann ich da auf den Edit-Button gehen und dann kann ich hier irgendwelche Dinge machen, wie zum Beispiel ein Preview angucken oder kann hier direkt darin editieren. Und ich kann das Ganze auch einfach mal zeigen, nachdem ich JavaScript ausgeschaltet habe. Ich lade die Seite mal neu und interessanterweise, das war jetzt natürlich super, was habe ich gerade gemacht? Moment. Interessanterweise funktioniert die Seite immer noch. Und all die Dinge, die ich gerade gemacht habe, funktionieren immer noch. Aber jetzt seht ihr, dass der blaue Balken da oben ist, so wie das im Browser nun mal üblich ist. Das heißt, ich navigiere mich hier ganz normal durch die Verzeichnisse durch. Ich kann einzelne Dateien öffnen und anzeigen. Ich kann hier auch auf diesen Edit-Button gehen. Ich kann nicht mehr auf Preview Changes gehen. Das ist die erste Stelle, die ich gefunden habe, an der ein Feature nicht mehr funktioniert, bei dem jetzt die Leute, die GitHub gebaut haben, gesagt haben, naja, das ist ein Feature, das müssen wir nicht unbedingt unterstützen, wenn JavaScript nicht da ist. Der ganze Rest funktioniert ja immer noch, das muss nicht unbedingt auch noch funktionieren. Das ist ein sehr schönes Beispiel für eine Anwendung, die an ganz vielen Stellen rich Komponenten drin hat, zum Beispiel für das Editieren von irgendwelchen Dingen. Also wir können das JavaScript mal wieder einschalten und die Seite neu laden. Das ist immer gefährlich, was ich hier mache gerade. Und jetzt habe ich hier auf einmal einen Rich-Text-Editor mit Syntax-Coloring. Ist jetzt gerade langweilig, aber ihr seht zumindest unterschiedliche Fonts, die hier drin sind. Das war vorher nicht da, weil das letztendlich ein Text-Area ist, ein ganz stinknormales, langweiliges Textfeld, das hier dynamisch aufgepeppt wird mit reichenhaltigen Komponenten, die das Ganze zu der GitHub-Experience machen, die wir normalerweise kennen. Genau, ich mag da kurz was zu ergänzen. Ich habe kurz mal durch die Fragen gescrollt, wie könnte man Web-Components in so einem Szenario gut verwenden. GitHub ist genau ein Beispiel dafür, die benutzen auch Custom Elements. Also ich
gehe jetzt nur auf den Custom Elements Teil, nicht auf den gesamten Custom Elements sind Teil von Web Components. Muss man genau. Guter Punkt. Genau, und wenn wir jetzt beispielsweise diese Rich Text Area betrachten, dann könnten wir beispielsweise ein Rich Text Area Custom Element bauen, was sich um einen Text Area drum wickelt. Und wenn JavaScript nicht geladen wird, dann ist diese Text Area da und da können wir ganz normal unseren Text eintippen, wie früher auch. Und sobald das JavaScript geladen ist und alle lustigen Dinge passiert sind, die dafür notwendig sind, dann nimmt dieses Custom Element seinen Inhalt, liest aus, was gerade in der Text Area drin ist und stellt den super coolen Editor dar. Und das ist ein Progressive Enhancement. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, alles gut, wir haben eine Text-Area, aber wenn es funktioniert, haben wir den Text-Editor. Und eine Sache, weil ich dieses Missverständnis ganz oft höre, natürlich wollen wir diese coole Experience haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, wir wollen hier alle so nur Text-Area, so brutal, Brutalist-Web-mäßig, ohne irgendwas Cooles. Natürlich wollen wir das haben, aber für uns ist es halt wichtig, einfach zu unterscheiden, was ist essentiell und was ist eine schöne Verbesserung. Und wir wollen die schöne Verbesserung, aber wir wollen halt, dass das eine auch so gebaut ist, dass es eine Verbesserung ist und nicht einfach der Standardweg. Ich mime noch mal kurz den High-Level-Esoterik-Architekten. Ja? Richtig cool daran ist auch, dass das Ganze eben von der Architektur her auf der Serverseite keine Änderung bedeutet. Das Beispiel von der Text-Area, was Lukas gerade gesagt hat, wird auf dem Server wird eine Text-Area gerendert in dem HTML, die kommt auf den Client, dann, die wird vom Browser interpretiert und wenn im Browser jemand was in die Text-Area eintippt und Submit drückt, dann kommt das auf den Server als Form-Post mit diesem Inhalt aus der Text-Area. Und wenn da noch die Rich-Component drum gewickelt ist, die dem ganzen Syntax-Coloring verpasst, ist das dem Server total egal, weil da immer noch genau das Gleiche ankommt. Das heißt, ich bekomme von der Architektur, die ich auf der Serverseite entwerfe, eine saubere, Hypermedia-getriebene, fully RESTful Web-SSR-Architektur und trotzdem habe ich den ganzen fancy Sugar auf der Client-Seite und bekomme hier richtig coole Rich-Text, sonst was, Components mit Drag-and-Drop-Blödsinn und sonst irgendwas. Alles total cool, macht mir aber nicht meine Gesamtarchitektur. Vor allem, das muss ich auch noch eben loswerden, weil ich ganz so schön im Schwung bin. Vor allem reduziert es meinen Server nicht zu einem reinen API-Server. Das ist für mich immer der Haupt, das Ding, was mich immer so daran gestört hat, dass Leute immer geglaubt haben, Corba oder Soap wäre irgendwie mehr als HTTP oder als das Web. Das ist weniger. Es ist eine Methode zu haben, die execute heißt und irgendwas machen kann. Das ist weniger als eine Methode get, put, post, delete, und Hypermedia und Format und allem drum und dran. Da ist weniger festgelegt und weniger standardisiert. Ich bin ein Fan von Standardisierung. Ich möchte gerne eine klassische vernünftige Web-Anwendung, weil da weiß ich, dass die funktioniert, dass ich sie testen kann, dass ich sie skalieren kann, dass sie durch ihre Statuslosigkeit alle möglichen coolen Features hat, wie zum Beispiel die Linkability. Und das sind alles Dinge, die ich immer noch bekomme, wenn ich diesen Ansatz wähle. Dankeschön. Die nächste Frage vom Klaus hat 11 Votes und besteht eigentlich aus 3 Fragen. Warum sind Hypermedia-APIs so selten? Wann kommt der große Durchbruch oder doch lieber GraphQL? Okay. Willst du, Lukas, also ich? Nee, Stefan, dann möchte ich so gerne deine Antwort hören. Okay, also warum sind Hypermedia-APIs so selten? In der gleichen Frage kann ich sagen, warum sind gute XML-Dialekte so selten oder warum sind gute Formate so selten oder gute Anwendungsprotokolle? Das ist halt schwierig. Es ist nicht leicht, sowas zu bauen. Und deswegen ist es einfach viel Arbeit und mühselig und lohnt sich dann, wenn man die Vorteile mitnehmen möchte, die sich daraus ergeben. Wenn man diese Vorteile nicht sieht, dann wird man das nicht tun. Für mich sind Vorteile durchaus da drin. Ich gehe jetzt mal aus dem Web kurz raus und im Allgemeinen auf so ein Hypermedia-API, nehme so eine komische iOS- oder Android-Anwendung, die auf meinem Telefon läuft. So eine Telefonanwendung ist typischerweise, spricht die über HTTP mit dem Server. Irgendjemand nennt das wahrscheinlich dann auch REST, was da passiert. Und wahrscheinlich werden da JSON-Payloads über HTTP durch die Gegend geschickt. Das ist das, was man gemeinhin REST-API nennt, was kein Hypermedia-API ist. Diese iOS-Anwendung, die nichts mit dem Web zu tun hat, könnte man verbessern, wenn sie dynamisch Elemente vom Server bekommt. Wenn sie zum Beispiel dynamisch darauf reagiert, dass der Server irgendeinen Link schickt und dann das anzeigt, was in diesem Link drin ist und nicht kaputt geht, wenn dieser Link nicht da ist oder wenn ein Link kommt, mit dem sie nicht gerechnet hat. Das ist ein schönes Beispiel für mehr Dynamik in einer Anwendung, die erstmal nichts mit dem Web zu tun hat, die sie durch Hypermedia bekommt. Das wäre die erste Antwort. Also oft wird es einfach nicht gesehen, weil man die Vorteile nicht wahrnimmt. Ich habe ganz oft diese Diskussion schon geführt mit Leuten, die bestehende Anwendungen haben, die kein Hypermedia machen. Und dann haben wir an 3, 4 Stellen Hypermedia draufgepfropft und siehe da, alle sagen, oh, das ist ja nützlich, das ist ja cool, das können wir benutzen. Schuck an.
Das sagt aber noch nicht, dass es einfach ist, so ein Format zu machen. Ja, so ein Format wie zum Beispiel HAL, H-A-L, wer das kennt, oder Collection plus JSON oder Siren oder all diese Dinger sind von sehr klugen Leuten mit sehr, sehr viel Aufwand gemacht worden. Das kann man machen. Wenn man das macht, dann ist man im Ökosystem dieser Formate. Die haben jetzt nicht tausende von Clients, die das unterstützen. Man könnte eventuell auch ein Hypermedia-Format benutzen, das das schon eingebaut hat. Also wenn es doch nur ein Hypermedia-Format gäbe, in dem Hypermedia-Controls drin wären, also sowas wie Links und Forms und Relt, das wäre doch echt cool. Und wenn es dafür noch einen Standard-Client gäbe, den es für jedes Betriebssystem gibt, der überall verfügt, der tatsächlich auf jedem Betriebssystem zur am meisten optimierten Anwendung von allen gehört, dann könnte ich doch vielleicht einfach diese Anwendung benutzen. Also nach all den Jahren, in denen ich APIs gemacht habe und in denen ich mich mit REST-APIs beschäftigt habe, war die Erkenntnis bei mir wirklich so ein Zünden. Und ich sage, okay, also vielleicht wäre es einfach klüger, öfter mal einfach Web-Anwendungen zu bauen, als immer andere Clients als den Browser zu bauen. Das ändert nichts an Server-zu-Server-Kommunikation, da gelten andere Regeln, da hilft mir der Browser gar nichts, da hilft mir halt Hypermedia unter Umständen weiter und dafür passt das Ganze. Genau, also auch da als. GraphQL, das. Achso. Machen wir gleich. Mach du zuerst, Lukas. Du wolltest was zu dem sagen, was ich gesagt habe. Genau, also eine Sache, die mir auch noch ganz wichtig ist, ist, manchmal ist es so, dass Leute, also wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Anwendung baue in diesem Stil, den wir jetzt beschrieben haben, mit diesen Rich Components, dass sie dann halt denken, dass die Rich Components, um ihre Daten zu erhalten, dann wieder eine JSON-API brauchen, ob das jetzt eine REST-API ist oder auch eine GraphQL-API ist, ist eigentlich egal. Aber oft ist das gar nicht notwendig. Es ist oft in den Anwendungen, die ich baue, viel, viel sinnvoller, einfach direkt HTML zu holen. Wenn wir beispielsweise einen Auto-Suggest bauen und wir wollen jetzt unten so eine Rich Preview machen, ne? Also da ist dann irgendwie das Bild vom Benutzer, dann der Name, dann vielleicht der Beruf oder was auch immer, dann können wir jetzt irgendwie das über eine API holen und diese drei Dinge auf dem Client rendern. Oder wir holen die fertig gerenderte Ergebnisliste und pfropfen sie einfach ins HTML rein. Dafür ist es genauso interaktiv, aber die Macht darüber, wie genau das auszusehen hat, bleibt auf dem Server bestehen. Und das bedeutet auch, dass wenn wir zum Beispiel so einen Weg machen, dass wenn wir normal suchen und das als Suchergebnisliste anzeigen wollen, dann können wir diesen Code wiederverwenden. Wir können dieses Template sowohl in der Preview verwenden, also in diesem Auto-Suggest verwenden, als auch in der Ergebnisliste. Und das ist ganz, ganz oft ein guter Weg. Und deswegen ist zum Beispiel im aktuellen Projekt haben wir, glaube ich, gar keine JSON-Antworten, weil es kommt immer nur HTML zurück für die Sachen, die wir brauchen. Es gibt einfach keinen Fall, wo wir da was gefunden haben, wo JSON besser gewesen wäre. Und ja, das wollte ich noch ergänzen. Genau, ich will da noch eine Sache ergänzen. Und zwar ist es ganz oft so, dass Leute ein JSON-API anbieten, das dann andere Leute benutzen, um ein UI zu rendern. Aber diese Leute, die das UI rendern, sind eigentlich gar nicht die, die wissen, wie dieses UI aussehen soll, sondern es sind die, die das JSON-API geliefert haben. Also wenn ihr sowas wie Microservices mit Microfrontends oder Vertikalisierung oder Self-Contained Systems oder irgend so ein Zeug macht, dann wollt ihr in der Regel Teams, die Ende-zu-Ende-Verantwortung haben, von Frontend bis Backend, die das ganze Ding haben, und die wissen eigentlich, wie das geht. Also da drüben ist das Team, das weiß, wie Adressen abgelegt werden und wie Adressen aussehen sollen. Die Adressen sollen eigentlich überall gleich aussehen, egal wo sie drin sind. Jetzt kann ich über einen aufwendigen Mechanismus alle dazu verdonnern, Adressen auf die gleiche Art und Weise darzustellen, wenn sie per JSON-API von diesem Team die Daten geholt haben und mich dann ärgern, dass sie es doch nicht gemacht haben. Oder ich gebe einfach diesem Adressteam den Job, eine Adresse zu rendern und alle anderen bekommen die fertig gerenderte Adresse vom Adressteam. Also es ist auch eine Frage der Teamorganisation und der Verteilung von Verantwortung auf unterschiedliche Teams oder Personen, wenn man das so macht. GraphQL, muss ich noch einen Satz zu sagen, ich bin gedrückt vor dem dritten Teil. Ne? Not a fan, sorry. Ich finde, GraphQL ist ein bisschen ein Einknicken. Also es gibt viele schlechte REST-APIs. Schlechte REST-APIs oder Pseudo-REST-APIs haben viele Probleme. Viele dieser Probleme hofft man mit GraphQL zu lösen. Mir wäre es lieber, die schlechten REST-APIs zu fixen, als REST gleich komplett über Bord zu werfen und zu sagen, ja, das ist automatisch geschwätzig und da kommt immer das. Klar, wenn ich ein geschwätziges API baue, dann habe ich ein geschwätziges API, da kann die Technologie gar nicht für. Die falschen Daten liefere, die beim Use Case keinen Sinn ergeben, dann habe ich das vielleicht nicht klug gemacht. Für mich ist GraphQL ein bisschen das Einknicken davor, dass der Server nicht die richtige Rolle hat, sondern nur Datenlieferant ist und alle Clients sich selber irgendwie zusammenbauen müssen, was sie machen. Ich finde, das führt zu einer Proliferation von Client-Duplikationen. Viel zu viele Clients, die die gleichen Sachen machen. Für mich ist es architektonisch nicht wesentlich anders, als wenn ich den Client direkt einen JDBC-Zugriff auf den Server gebe. Ein bisschen polemisch. Aber
Vom Grundsatz her, ich gebe Leuten Zugriff auf mehr oder weniger beliebige Daten, die sich dann irgendwie zusammenbauen. Klar ist das bequem, dann habe ich eben alle Verantwortung in die kleinen Teams reingepackt, aber das ist eben nicht nur ein Vorteil, sondern auch ein massiver Nachteil. Ja, und in der Praxis hat man bei GraphQL oft das Problem von Cachebarkeit. Das führt jetzt zu weit, das alles noch durchzudiskutieren. Aber HTTP ist sehr gut darin, gecached zu werden. Und GraphQL braucht mehr Mühe, um das zu tun. Dankeschön. Die nächste Frage ist, hat 11 Votes, wow. Bei einer Webanwendung mit viel User-Input ist eine Pure SPA die beste Lösung. Wie ist eure Meinung dazu? Ja, also dafür würde ich erstmal fragen, was heißt denn viel Input? Ne? Also das viel User-Input, aktuelles Projekt ist halt eine Touristik-Webseite, da kann man Ferienhäuser buchen. Die Webseite hat eines der komplexesten Suchformulare, die ich überhaupt kenne. Man kann alles aussuchen von, hat es eine rote Couch, hat es einen Swimmingpool, was auch immer. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und das haben wir auch in diesem Stil, den wir jetzt beschrieben haben, gebaut. Das funktioniert wunderbar. Ich wüsste nicht, wie das React verbessern würde, was wir da gebaut haben. Also wir haben das am Anfang sogar diskutiert, ob wir es mit React bauen, und wir haben keinen Grund gefunden, der dafür sprach, das zu tun. Wir sind heute sehr froh. Das Team hat auch 2 Jahre ganz ohne InnoQ-Unterstützung jetzt gearbeitet an dem Projekt, und die sind auch sehr froh, dass wir diesen Architekturansatz gewählt haben, weil der sehr wertvoll ist und ihnen einfach die Probleme löst. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel von Kollegen von uns, die arbeiten an einer Software, die heißt Reisekostengorilla, da kann man seine Reisekosten erfassen. Auch da unglaublich viel Input, den man da reinkippen kann. Auch das ist in diesem Stil gebaut und funktioniert. Ich glaube, das, was man vielleicht mit Input meint, also das ist halt einfach so ein schwammiges Wort, ist halt irgendwie, was ist, wenn ich jetzt so eine Desktop-App baue? Ne? Und ich glaube, wenn man eine Desktop-App baut, dann kann es gut sein, dass der SPA-Stil der richtige ist. Dann sollte man sich aber auch die Frage stellen, warum baue ich dann keine native App? Warum habe ich mich dafür entschieden, eine Webanwendung zu bauen? Und welche Vorteile verspreche ich mir davon? Das ist die Frage, die man sich einfach stellen muss. Und die Antwort, es kann auch eine Antwort geben, ja, trotzdem ist es die richtige Entscheidung. Aber wenn ich jetzt beispielsweise sowas baue wie eine Konkurrenz zu Keynote oder PowerPoint, und die soll im Web funktionieren, dann würde ich die im SPA-Stil bauen, vermutlich. Ich muss darüber nochmal nachdenken, aber ich glaube, dann würde ich sie so bauen, ja. Ich glaube das auch genauso, wie du sagst. Ne? Also der Keynote-Document-Frame, ne? Oder das Google-Doc-Document, das Google-Doc, das ist offensichtlich etwas, das man nicht Server halt rendering-mäßig bauen kann, wo ganz, ganz viel JavaScript, ganz, ganz viel lokale Interaktion bestimmt sinnvoll ist. Aber da fand ich GitHub gerade ein sehr gutes Beispiel. Ja, bei GitHub kann ich mir super vorstellen, dass es zwischendurch ganz viele Editoren gibt für irgendwelche Dinge, bei denen man sinnvollerweise das nur mit JavaScript lösen kann. Aber trotzdem gibt es ganz, ganz viele andere Dinge drumherum, für die es keine Ausrede gibt, dass es nur mit JavaScript funktioniert. Und vielleicht ist das sogar das, was wir als klarere Aussage nochmal rausarbeiten sollten. Nichts ist immer richtig. Es ist auf jeden Fall falsch zu sagen, ich habe hier nur eine einzige Technologie, mit der ich alles mache. Machen wir auch nicht. Wir sagen auch nicht, es geht immer alles mit Server-Side-Rendering. Falsch. Und es ist leider, leider ein Reflex in unserer Branche, immer zu versuchen, sich durch so einen Auswahlprozess einmal die richtige Entscheidung zu treffen. Jetzt geben wir uns einmal richtig Mühe und dann investieren wir mal 6 Monate und dann wissen wir, ob wir React oder Angular machen, und das bleibt dann auch für die nächsten 10 Jahre. Das ist Quatsch. Das ist einfach Unsinn. Keine Entscheidung ist für 10 Jahre gut und keine Entscheidung ist in der Breite für alles gut. Ihr baut so viele Anwendungen mit so vielen unterschiedlichen Ausprägungen, dass es einfach Quatsch wäre, zu versuchen, für alle dasselbe Werkzeug zu benutzen. Und deswegen ist es auch nicht sinnvoll, wenn man Angular-Entwickler wird oder React-Entwickler wird. Das ist meine Überzeugung. Es ist sinnvoll, wenn man Web-Entwickler wird, weil man sich dann eben nicht auf einen geht bei all diesen Sachen aus. Nichts davon ist für alles immer die richtige Lösung. Dankeschön. Habt ihr noch Power für ein paar Fragen? Ja, ich glaube so 5 Minütchen oder so. Gut. Ich glaub, langsam bin ich hungrig. Arbeiten wir uns mal durch, solange wie noch Zeit da ist. Welche Methodik empfiehlt ihr bezüglich Frontend-Entwicklung? Mockups, fully clickable Prototypes? Wie wird das mit dem Backend integriert? Frontend-driven APIs? Wie vermeidet man die Entstehung von nicht umsetzbaren Frontend-Mockups? Das ist eine umfangreiche Frage mit vielen Aspekten. Also ich würde jetzt erstmal damit anfangen, also wenn mit ihr InnoQ gemeint ist, gibt es darauf keine Antwort, weil wir da sehr viele verschiedene Ansätze fahren.
Wenn mir ja mit ihr Stefan und mich meint, weiß ich auch nicht, ob das die gleiche Antwort ist. Ich antworte mal für mich. Also mein favorisierter Ansatz ist immer mit Designern und Designerinnen halt an Mockups zu arbeiten, die eher so auf einer Sketch-Ebene sind, also vielleicht etwas grober gebaut sind und dann vielleicht auch in Details, wenn es was um Details geht, die auch feiner ausgearbeitet zu bekommen. Aber dann sehr schnell in HTML, CSS und JavaScript überzugehen. Und dafür verwende ich halt sehr gerne Pattern Libraries oder Style Guides, teilweise auch genannt, also Orte, an denen man einzelne Komponenten in Isolation betrachten kann. Also jetzt die coole neue Karte, in der man Sachen auswählen kann, also die Orte auswählen kann, zu denen man reisen möchte. In der Pattern Library kann man die einzeln betrachten, sehen, wie die aussieht. Darüber kann man Feedback einholen von Designern und Designerinnen, ob es so ist, wie sie es sich gedacht haben. Darüber kann man einen Daumen hoch von Entscheidern oder Entscheiderinnen einholen. Das ist mein favorisierter Weg, daran zu gehen. Und nicht zu viel Zeit in so Mockups zu investieren, die nah an der Realität dran sind, weil gerade in responsive Anwendungen ist es halt schwierig. Dann müsste man den in 5 verschiedenen Breiten ausarbeiten und dann gibt es so viele Zwischenbreiten und was weiß ich. Ich möchte das dann halt lieber sehr schnell in HTML, CSS und JavaScript haben, damit man es ausprobieren kann, wie es sich verhält, auch auf verschiedenen Viewports, auf verschiedenen Geräten und so weiter. Und das beantwortet, glaube ich, auch die Frage zu, wie sorgt man dafür, dass es nicht umsetzbar ist. Man setzt es ja direkt um. Ja. Dankeschön. Dann eine Frage von Peter. Ich nehme an, Frameworks wie Vardin sind als reines serverseitiges Rendering einzustufen. Also ich bin kein Vardin-Kenner, Lukas glaube ich auch nicht, so viel weiß ich nicht genau. Ich meine mich zu erinnern, dass Vardin der Server auch eine Client-Komponente hat und ein eigenes Kommunikationsprotokoll dazwischen. Ich habe eine dunkle Erinnerung, dass der Client auf GWT basiert, aber da mag ich falsch liegen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr komplett eigene Kategorie, also eigentlich ein komplexes Client- und Server-Framework mit eigenen Protokollen, mit eigenen Widgets und eigenen Dingen, also eigentlich was ganz anderes. Mit einer eigenen Welt, wie JSF als Video. Ja, also zu GWT kurz, also ich vermute auch, dass es GWT-basiert ist. Da ist ja so ein bisschen die Idee, dass man quasi Java zu HTML und JavaScript und CSS kompiliert. Das ist eine Idee, die ich jetzt nicht so gerne mag, aber ja, jedem das. Ich habe eine Menge Erfahrung, also eine Menge Kunden, die auf GWT gesetzt haben und das hat uns unsere Entscheidung bestärkt, dass GWT keine gute Idee ist. Und unsere Kunden stimmen damit uns überein. Zufriedene GWT-Kunden würde ich sehr gerne mal kennenlernen. Also bislang ist mir das nicht gelungen, aber vielleicht kommt, also keine Ahnung. Sorry. Dankeschön. Eine Frage von Tim. Szenario. 2 REST-APIs, die auf einer Webseite dargestellt werden sollen. Würdet ihr dann eine Server-Side-App bauen, die beide REST-APIs aggregiert und HTML baut? Also, das wird möglicherweise eine längerfristige Antwort. Ich würde erstmal hinterfragen, warum sollte ich 2 APIs darstellen wollen? Das finde ich irgendwie schräg gedacht. Eigentlich gibt es ja irgendwas, was der Benutzer will. Also was will der Benutzer erreichen und was brauche ich, um das dem Benutzer zu geben? Und ist das etwas, was ich von einem Backend oder von mehreren bekomme? Das würde ich mich erstmal fragen. Und dann ist es häufig so, dass diese Dinge, bei denen so 2 Sachen drin sind, eigentlich 2 Seiten sind. Das wäre das Design, was ich normalerweise wählen würde. Ich würde mir erstmal darüber Gedanken machen, wie würde ich das ohne JavaScript und ohne irgendwie sowas machen, wie würde ich das bauen? Ist das eine oder sind das mehrere Seiten? Navigiere ich da zum Beispiel eine Master-Detail-Beziehung? Gehe ich da von irgendwie eine M-zu-N-Beziehung lang? Gehe ich da von einem Punkt zu einem anderen Punkt in meinem Geschäftsprozess? Das würde ich erstmal so modellieren. Und dann kommt in der Regel ein anderer Entwurf raus. Und dann kann man überlegen, ist das ergonomisch? Also will ich das oder will der Benutzer das nicht? Will der Benutzer zum Beispiel, wenn er klickt, direkt das sehen, anstatt dass er eine neue Seite bekommt? Also will er das in dieselbe Seite eingebettet haben? Aber wenn das so ist, dann gibt es coole Möglichkeiten. Stichwort wäre Transklusion, mit denen ich diese Dinge da reinbekomme, ohne die Architektur grundlegend in Frage zu stellen. Also die Kurzform der Antwort wäre, es gibt hier einen dritten Weg, anstelle der beiden genannten, bei dem sozusagen die Client-Seite HTML aggregiert, anstatt auf der Server-Seite oder auf der Client-Seite APIs zu aggregieren. Dankeschön. Eine Frage von Boru Budur.
Könnt ihr etwas zum Dolphin Framework sagen? Habe ich noch nie gehört. Hat einen Link mitgeschickt. Das ist Kanu, ne? Genau, also eigentlich nichts Qualifiziertes, außer dass es für mich irgendwie geparkt ist in der Kategorie der Werkzeuge, die eigentlich ein anderes Ziel haben und eigentlich möglichst wenig vom Web sichtbar machen wollen. Vielleicht sortiere ich es da falsch ein, aber so habe ich es in Erinnerung. Aber dann ist es einfach in einer ganz anderen Kategorie von Anwendung. Ich persönlich bin von diesem Ansatz nicht so ein Fan, aber ich kenne ja die Kanu-Leute, insofern bin ich mir sicher, dass es schon eine tolle Implementierung ist. Tolle Implementierung einer Idee, die ich nicht so gut finde, möglicherweise. Danke. Ja, dann können wir gleich langsam Schluss machen. Eine Frage vielleicht nochmal gucken, wie die 14 ist hochgewundet worden. Ei. Die ist spannend. Wie sieht ein Ausbildungspfad aus, den ein guter Backend-Entwickler gehen muss, um auch ein guter Frontend-Entwickler zu werden? Da können vielleicht beide was zu sagen, Lukas, oder? Mhm. Willst du starten? Ja, also ich würde sagen, dass ich als Frontend-Entwickler angefangen habe und dann später Backend-Entwickler geworden bin. Also kann ich es nicht direkt aus eigener Erfahrung beantworten. Aber ich glaube, dass wenn man tatsächlich als Backend-Entwickler oder Entwicklerin startet und erstmal sehr viel Aufmerksamkeit darauf legt, auch zu lernen, was das HTML ist, was man da erzeugt. Wie ist es gutes HTML zu schreiben? Wie erzeuge ich gutes HTML, mit dem andere, die dann vielleicht im Frontend arbeiten, gut arbeiten können? Das wäre für mich der erste Schritt. Also diese Hürde erstmal zu überwinden, HTML als ein Skillset wahrzunehmen, weil HTML ist sehr, sehr einfach auf der Oberfläche, ist aber ein sehr, sehr mächtiges Tool, mit dem wir sehr viele Dinge lösen können. Und das erstmal wahrzunehmen und zu verstehen und dann vielleicht in dem nächsten Schritt auch mal zu versuchen, vielleicht gemeinsam mit dem Design-Team mal mit CSS etwas umzusetzen auf Basis von dem HTML, was wir gebaut haben. Und ich glaube, erst in dem dritten Schritt würde ich anfangen, auch zu schauen, wie wir Interaktivität hinzufügen mit JavaScript und dann sich JavaScript anzugucken. Weil JavaScript ist eine Sprache, die ich sehr gerne mag. Ich mache da auch Schulungen zu und alles. Ich mag die Sprache wirklich gerne. Aber sie ist halt sehr ungewöhnlich, wenn man vielleicht eine Sprache wie Java gewöhnt ist. Eigentlich wie wenn jede andere Programmiersprache gewöhnt ist, weil sie halt einfach ein paar Fallen hat und die sind etwas unangenehm, sage ich mal. Genau. Ich würde ergänzen, es ist ein bisschen so wie beim, vielleicht kann man die Analogie für Backend-Entwickler machen, wenn man lernen möchte, was eine relationale Datenbank ist und wie sie funktioniert, dann ist möglicherweise Hibernate nicht das Erste, was man lernen sollte. Also möglicherweise wäre das eine gute Idee, erstmal zu verstehen, was sind Tabellen, was sind Views, was sind Relationen, was sind Foreign Keys, was sind Abfragen und so weiter und so fort, wo ich mir Gedanken darüber mache, wie ich das alles wieder loswerde. Zuerst mal sollte ich verstanden haben. Und danach kann ich eine Entscheidung treffen, ob hier so ein OR-Mapper eine gute Wahl ist oder vielleicht eher nur für JOQ oder vielleicht gar nichts davon. Und genauso ist es mit dem Web auch. Erstmal muss ich verstanden haben, was HTML und HTTP überhaupt sind. Das ist absolute Basis. Danach würde ich versuchen zu verstehen, was CSS ist. Das ist möglich. Man kann das verstehen. Man muss es aber nicht unbedingt den Rest seines Lebens machen. Gar nicht. Aber man sollte verstehen, wofür das da ist und was man damit machen kann. Weil alles, was man mit HTML und CSS lösen kann, sollte man damit auch lösen. Erst wenn es nicht mehr reicht, sollte man auf die dritte Waffe, auf JavaScript gehen. Und als erstes sollte man JavaScript so benutzen, wie es aus der Schachtel kommt. Genauso wie ich beim Lernen von Java auch erstmal das JDK lerne und erst danach Bibliotheken dazu packe. Und wenn ich am Ende das alles gelernt habe und dann Bibliotheken oben drauf packe und eine Bibliothek finde, die ich total klasse finde und die mir hilft, super. Ich bin nur total irritiert, wenn jemand noch nie eine Webanwendung gebaut hat und direkt von Swing oder Eclipse RCP auf Angular geht. Das ist einfach keine gute Idee. Und das wäre es auch nicht, wenn es ein anderes Framework wäre. Das ist einfach keine Genau, also das finde ich auch sehr wichtig. Ne? Also wenn man sich dafür entscheidet, Angular oder React einzusetzen, das ist alles fein. Man sollte aber schon erstmal verstehen, welche Schmerzpunkte man gerade adressiert, indem man es nicht mit Vanilla JavaScript schreibt. Und ich glaube, es ist sinnvoll, erstmal JavaScript zu lernen, bevor man ein Framework daran lernt, weil es wird ja auch keiner irgendwie Spring Boot lernen, bevor man nicht versteht, wie Java funktioniert. Also vielleicht schon, ich weiß es nicht. Ja, ich kann mit den Konsequenzen möglicherweise. Ja. Zumindest dann, wenn man vorher Kotlin kann. Ne? Genau. Ja, wir sind jetzt ein für sich von der Zeit her durch. 1,5 Stunden haben wir rum. Ich stelle trotzdem noch mal die Frage an euch. Es hat noch 2 Fragen über. Wollen wir die noch mal möglichst rasch machen? Wagen wir das noch? Von mir aus können wir die noch machen.
Okay. Ich hätte es hätte nicht sagen können. Das wäre ja schade drum. Ja. Wie könnte ein Projekt mit SSR und RC sinnvoll von Web Components Gebrauch machen? Hat übrigens 9 Votes gekriegt. Ich glaube, das haben wir schon beantwortet. Also eigentlich war das genau das, was wir gesagt haben. Ne? Rich Components kann man als Web Components respektive Custom Elements umsetzen. Und dann werden auf der Serverseite wird HTML gerendert. Dieses HTML enthält nicht nur Standard-HTML-Elemente, sondern eben auch die Tags für die Custom Elements. Und damit werden die Custom Elements vom Browser angezogen, beziehungsweise werden sie mit JavaScript initialisiert werden, werden sie vom Browser mit den Elementen verbunden und gerendert und alles andere passiert auf dem Client. Und dann die letzte Frage. Würde besseres Tooling zur stärkeren Verbreitung von REST Hypermedia APIs beitragen? Meiner Meinung nach hat SOAP und GraphQL in diesem Bereich massive Vorteile, zum Beispiel Code-Generatoren. Wie seht ihr das? Also die WSDL-Code-Generatoren haben SOAP irgendwie nicht gerettet, muss man klar sagen. Und insofern habe ich mit der Aussage so ein Problem. Also ich glaube, das bleibt ein hartes Problem. Immer wenn mir so ein Code-Generator aus einer Menge von Informationen, die ich da hingegeben habe, einfach nur eine andere Darstellung derselben Information generiert, ist das ja eigentlich kein Mehrwert. Es ist eine Transformation von einer Syntax in eine andere. Also ich sehe nicht, was ich da an Mehrwert wirklich dazu gepackt habe. Also meiner Meinung nach würde das nichts ändern. Das wurde auch mal diskutiert in der REST-Community, schon eine Weile her, so 10 Jahre oder so, gab es lange Diskussionen über Beschreibungssprachen für RESTful APIs und es führte irgendwie zu nichts. Jetzt steht da noch die eine Frage, deswegen muss ich die ganz kurz auch noch beantworten. Die habe ich nämlich die ganze Zeit schon gesehen in der Fragenliste. Ich habe zwischendurch mal ganz kurz Asana angeguckt, was ich nicht kannte. Wer auch immer das geschrieben hat, doch, ich sehe es ja da, Timothy Giesenegger. Ich würde gerne noch ganz klar sagen, auch das kann man ganz problemlos mit Server-Side-Rendering und Bridge Components lösen. Mhm. Ganz ohne. Perfekt. Wunderbar, dann haben wir alles durch und ich übergebe dann mal an Philipp. Ne? Ja, herzlichen Dank für den Vortrag von euch beiden, war super spannend. Vielen Dank euch. Ich möchte die Teilnehmer noch darauf hinweisen, dass sie bitte den Fragebogen mit der Bewertung ausfüllen. Das interessiert die Speaker und auch die Java User Group, um zu sehen, welche Dinge gut ankommen, was wir noch mehr bringen sollen und solche Dinge. Ja, vielen Dank den beiden Speakern. Super spannend, war super spannend und wünsche ich allen einen schönen Abend. Mhm. Ja. Danke sehr. Bis dann. Ciao. Und der Fragebogen wird in wenigen Sekunden nach Ende des Streams automatisch eingeblendet. Tschüss alle zusammen, genießt den Abend. Bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.